Freunde, wir gehen jetzt rein, etwas, was interessant werden könnte. Und zwar hat Torik auf meine Reaction geantwortet. Alter, ich hab ja, wir haben beide ja schon ein bisschen reingelunzt in die Reaction von ihm. Ja, es wird interessant. Ich werde sehr viel pausieren und sehr viel sagen, weil Ja, das ist ich habe okay. sehr viel zu sagen, was ihn angeht, aber ja. Das Video heißt Tim Jacken widerlegt. Torik regiert. Gottes Liebe ist für alle da. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Genau, eine Runde Präventivliebe für alle, die im Chat sind. Wir machen das. Ganz, ganz viel Ja. Kraft und Liebe für alle. Wir machen das. Und auch für die Amen. gläubigen Menschen, die gleichermaßen wie ich sehr sauer auf ihn sind. I got you. Dazu noch Deshalb ganz bin ich kurz. hier. Dazu noch ganz kurz, weswegen auch George ein bisschen mit dabei ist. Sie glaubt an Gott. Ich glaube an irgendwas, aber nicht so ganz festgeschriebenes. Ich bin sehr religiös Und sie, unterwegs. ja, sie ist sehr Also religiös. sehr, Ich nicht beziehungsweise sehr so. gläubig. Ich habe, aber sage ich noch Gläubig dazu. bin ich auch, aber Nicht so. nicht so wie anders. Ja, ich weiß, Ich was du glaube meinst. ans Universum auf jeden Fall. Also, dass es irgendwas, da irgendwas gibt. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Abfahrt, let's go, Alter. Das wird jetzt interessant. Alter, war das ein scheiß Video? Torik, schäm dich. Schäm dich. Falls mal was Torik kommen sollte, vielleicht reagiert ihr auch auf mein Video. Und Torik, schäm dich. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ganz kurz, du darfst immer pausieren hier. Okay. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Wenn du zu Gott kommen willst, dann nur durch Jesus. Nicht durch Maria, nicht durch einen Engel, nicht durch Mohammed, nicht durch Buddha, sondern durch Jesus Christus. Ja, und hier fängt es irgendwie an, ne? Wir fangen slow an. Warte, warte, warte. Keine kurze Vorwarnung. Er wird sehr oft, auch wenn er es anders formuliert und behauptet, er selber würde das nicht machen, weil er würde allen Menschen mit Liebe und Respekt begegnen. Ich glaube auch, dass er das glaubt. Aber die Art und Weise, wie er andere Religionen in ihrer Existenz runtermacht, genauso wie Menschen, die an sie glauben, ist ekelhaft. Auch wenn er der Meinung ist, er würde das nicht tun. Oder auf eine sehr respektvolle Art und Weise. Ich weiß es nicht. Er sagt auf jeden Fall sehr oft, dass er jedem Menschen gleichermaßen mit Respekt und Liebe begegnet. Ja. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich mach raus, ja. Sorry. Das heißt, wenn ihr euch sehr schnell getriggert fühlt, genauso wie er sehr oft wiederholt, dass Homosexualität nicht normal sei oder dass das etwas sei, wovon man frei werden könnte oder sollte. Wenn ihr euch davon getriggert fühlt, ist das eine allgemeine Triggerwarnung. Tut Ja, euch den true. Scheiß nicht an, wenn ihr sowieso schon damit struggelt, dass euch so ein Mist erzählt wird. Es ist Bullshit, das schon mal vorweggenommen. Und Religion und Homosexualität schließen sich nicht aus. Genauso wenig wie Transsexualität oder was auch immer. Ja, Okay. und Ja. ich finde dieses Religion-Bashing auch direkt am Anfang so, why? Ja, es Why? ist. Also, Man merkt aber jeder auch. darf doch in seiner Religion seinen Sinn finden, so. Das definitiv, Also. aber man merkt auch, dass er sich mit anderen Religionen halt null auseinandersetzt. Also Ja. Ja, das ja, werden wir später kommen. weiter. Christus, den einzig wahren Gott, dein Lebenshaus brennt. Wenn du in deiner Schuld stirbst, bist du direkt auf Scheiße, dem Weg in die blöd Hölle. gelaufen. Und ich warne dich. Hallo, liebe Freunde des Evangeliums. Ich hoffe, euch geht es gut in Jesus' mächtigem Namen. Wie einige von euch vielleicht gesehen haben, hat der liebe Tim Jacken, aka TJ, ein Reaction-Video auf mein Rezo-Video gemacht, weswegen ich heute ein Reaction-Video auf ein Reaction-Video machen möchte. Weswegen ich jetzt auf ein Reaction-Video, auf ein Reaction-Video, auf ein Reaction-Video mache. Es Aber tut mit mir leid, Unterstützung. diese YouTube-Meta ist absolut dumm. Diese YouTube-Meta ist wirklich absolut dumm. Genau, fangen wir auch gleich schon mit dem Video an. Philipp, mach's gut. So. Freunde, heute eine etwas wildere Offline-Reaction. Und zwar, jetzt. Was? Komplett friend-based. Aber du siehst so gut aus. Das Warte. sieht, das sieht, das, also vielleicht nicht unbedingt bei dem Standbild, Ja, man ja, sieht nie in aber Standbildern das gut steht dir aus. so gut. Dankeschön. Naja, doch wirklich. Wahrscheinlich alle dieses Rezo-Video mitbekommen, Auch mal ein wo bisschen er so ein paar Christen-TikToker seine Freunde zu Recht sehr doll kritisiert hat, weil die so Dinge gedroppt haben wie Homosexualität ist eine Sünde und so Bums, was nicht okay ist zu sagen. Ist es Und einer übrigens auch von ihnen, nicht. Torik. Homosexualität ist vollkommen okay, Freunde. Nicht vollkommen okay, ist komplett normal. Punkt. Torik, der auch in dem Video. Okay, fangen wir gleich mal damit an. Warum ist es nicht okay, das zu sagen? Wer definiert, was richtig und was falsch ist? Ich meine, du Nee, sagst. Ja, lass ihn genau, wir erstmal. lassen ihn erstmal sprechen. Sagst jetzt, hey, es ist falsch, das zu sagen. Warum ist es falsch, das zu sagen? Ist es dein subjektives Empfinden?
Weil wenn Moralität bzw. richtig oder falsch subjektiv ist, jeder das für sich selbst entscheiden kann, dann kannst du sagen, es ist falsch und ich kann sagen, es ist richtig, das zu sagen, dass Homosexualität nicht normal ist. Und wer von uns beiden hat recht? Ja, ne? Wer von uns beiden hat recht? Dann könntest du sagen, okay, die Mehrzahl der Gesellschaft hat recht. Dann könnte ich sagen, was ist im Zweiten Weltkrieg passiert? Die Mehrzahl der Gesellschaft hat gesagt, es war richtig, die Juden ins... Das stimmt schon mal nicht, weil die Mehrzahl der Gesellschaft würde ich mal auf die Welt beziehen und ich glaube, die komplette Welt außerhalb von Deutschland und Bündnis fand es nicht okay. Und ich glaube, auch viele Teile von Deutschland fanden das nicht okay. Sehr viele Teile von Deutschland. Also ich sag mal so, vielleicht 1% der Weltbevölkerung waren so down damit, vielleicht. Ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, aber... Die Kommentare machen sich... Die Gesellschaft nicht, fand es nicht okay. KZ zu bringen und zu ermorden, war das richtig oder war das falsch? Falsch. Dann könntest du sagen, okay, der Staat entscheidet, was richtig und was falsch ist. Dann könnte ich nochmal das Gleiche machen. Ich könnte sagen, der Staat hat im Zweiten Weltkrieg legalisiert, die Juden ins KZ zu bringen und zu töten. War das richtig oder war das falsch? Da der Staat es damals als richtig empfunden hat und dementsprechend auch die Jugend indoktriniert hat. Das Gleiche gilt auch für die Wissenschaft, wenn du dann richtig oder dann falsch aus der Wissenschaft ziehst. Zweiter Weltkrieg. Es gab Wissenschaft, also Pseudowissenschaft, die begründet hat, warum die Juden Untermenschen sind. Das heißt, ich ziehe mein Recht... Ganz kurz hat er nicht da schon selber begründet, warum... Also, er hat ja gesagt, das ist Pseudowissenschaft. Also, auf die Wissenschaft hören wäre ja schon mal ein guter Anfang. Nein, Vorsicht, du hast ihn missverstanden. Er hat das begründet mit diesem so, ja, auf die, auch irgendwie zu sagen, auf die Wissenschaft zu hören oder sowas, wäre nicht der richtige Weg. Und das begründet er damit, die Pseudowissenschaft von damals, und zwar die irgendwie behauptet haben, Juden seien Untermenschen oder sowas, die setzt er gerade damit. Das heißt, nicht sagen, also gefährliche Richtung. Lass ihn... Ich glaube, das hast du missverstanden. Lass ihn kurz einfach mal ausreden und dann würde ich auch direkt zu meinem ersten Punkt kommen, wenn es okay ist. Aber ich finde es wichtig, dass wir ihn ausreden können, damit er eben nicht irgendwie ankommen kann mit aus dem Kontext oder was auch immer und ihr habt mir nicht richtig zugehört, ihr habt mich unterbrochen oder sowas. Deshalb wichtig. Oh, ich bin so geladen! Okay. Richtig und mein Falsch nicht von der Gesellschaft und auch nicht vom Staat, sondern vom Wort Gottes, von Gott selbst. Und Gott sagt, Lügen ist falsch, Gott sagt, Stehlen ist falsch, Gott sagt, Pädophilie ist falsch, Gott sagt auch, Homosexualität ist nicht richtig oder nicht normal. Warum nicht? Weil Gott definiert auch Liebe. Und Gott definiert Liebe zwischen Mann und Frau, nicht zwischen Mann und Mann. Also. Ja, mach du mal. Ich würde mit dem ersten Punkt direkt anfangen, weil das wiederholt er noch mehrmals und dann können wir das direkt einmal vorwegnehmen, dass er sich nach dem richtet, was Gott sagt. Wir hatten gesagt, was Gott gesagt hat. Ganz viele Teile in der Bibel, auf die er sich wahrscheinlich im Laufe des Videos auch noch bezieht, die sich irgendwie auf diese Aussagen von wegen so, Homosexualität ist eine Sünde oder was auch immer, wenn ein Mann mit einem Mann schläft, dann ist das, keine Ahnung, ist eine Sünde, was auch immer. Das sind Menschen, die, so erkläre ich mir das, die behauptet haben, ja, Gott hat gesagt. Das sind Menschen, die dann irgendwann angekommen sind und gesagt haben, Gott hat gesagt, das ist so. Und Gott hat auch gesagt, du darfst auch nicht mit einer Frau schlafen, wenn die ihre Tage hat, weil das ist voll eklig, ist auch eine Sünde. Weißt du, was nochmal die Bestrafung dafür war? Ich meine, das ist Steinigung. Steinigung, ja. Also wenn ihr mit einer Frau schläft, die generell die ihre Periode hat, werdet ihr gesteinigt. Also meine ich. Stabile Strafung. Meine ich. In der Bibel steht das nirgendwo. Doch, ich meine, ich weiß nicht, ob das... Doch, mit der Homosexualität auf jeden Fall. Paulusbrief? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sind für mich alles so Sachen irgendwie, sobald begründet wird, ich gehe nach dem, was Gott gesagt hat. Hat Gott dir das gesagt? Oder waren das irgendwelche Typen, die vor ein paar tausend Jahren gesagt haben, Gott hat gesagt das. Also, nee, ich schwöre auf Gott, Gott hat gesagt das. Quelle vor, vertrau mir, Bruder. Ist für mich kein Argument, gehe ich aber später auch noch näher drauf ein. Ja, machen wir weiter. Die meisten Menschen würden auch gar nicht wissen, hey, was überhaupt Liebe ist. Wenn ich dich fragen würde, was ist Liebe, dann würden die meisten sagen, es ist ein Gefühl. Aber Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Da auch Gefühle nicht vertrauenswürdig sind, wie ich auch in einem Video gleich nochmal aufgreifen werde. Eine Menge vorkam, hat jetzt eine Antwort gedreht. Und ich bin da sehr gespannt, weil eigentlich konnte man sich nicht so gut daraus reden. Deswegen... Weiß ich nicht. Ich war sehr gespannt, was Torik zu dem Rezo-Video sagt. Rein da. Ich mach dieser Torik ja sonst
bessere Sachen. Hönig. Bombastik. So funny, Alter. Die Zeit dafür. Übrigens, dieses Fick dich und fick dein Gott, Allah, der Mann hat Eier. Hat sich damit aus. Ganz kurz, wenn jemand das über Mohammed gemacht hätte oder über irgendeine andere Religion gemacht hätte, hätte jeder ein Cancel-Video gemacht. Halt warte. Es ist ungünstig, dass er es gemacht hat, ne? Und es auch teilweise das sehr Ding viel ist, Kritik dafür geerntet das hat. Das Ding ist, es war halt nicht gegen einen Gott speziell, sondern es war einfach nur, wenn du so denkst, ja, es war dann gegen, fick dein Gott. Gegen die Werte. Es war, wenn ja. du so denkst und behauptest, dein Gott würde dasselbe tun, dann fick dich und fick dein Gott. Ja. Das ist die Aussage. Und das hat er nicht nur gegen das Christentum gemacht. Nee. Oh meine Cam, unsere Cam ist über meiner Cam da oben. Oh. Das wäre, ja. Ah. Alter, wir haben viel zu viele Cams jetzt hier drin. Es tut mir sehr leid. Oh Gott, ist das anstrengend. Aber wenn du es über Jesus Christus machst, den einzig wahren Gott, den Sohn Gottes, dann hat keiner ein Problem damit. Naja, doch. Aber Kritik zu, also jemanden zu kritisieren, ist okay. Das muss erlaubt sein. Ist auch wichtig. Warum nicht? Überwichtig. Satan hat kein Problem mit Mohammed. Satan hat kein Problem mit Mohammed oder Krishna oder Buddha. Satan hat ein Problem mit Jesus Christus. Weil Jesus Christus der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben ist, der einzige Weg zu Gott ist. Weiß ja, dass Jesus im Islam vorkommt eigentlich. Ja, ich glaube, er weiß es aber, ja. Ich glaube nicht, dass er es weiß. Zu setzen, dass du gay bist. Hallo, liebe Freunde des Evangeliums, ich hoffe, euch geht es gut, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben. Erstmal ganz kurz, Setup. Für so eine Antwort ist die Weben-Audio-Qualität erstaunlich gut. Dafür ist sie jetzt scheiße, ich höre mich an wie ein Toaster. Zimmer ist echt cozy eingerichtet. Grüße an Helge. 90er DDR-Vibes, 80er DDR-Vibes, aber cozy. Oder auch nicht. Ja, das ist Helge, das ist ein Freund von mir, der hat ultra nice Wohnung, mega nice Kamera-Equipment, mega der heftige Dude. Genau, Alter, Grüße gehen raus, so ein toller Mann. Mich hat der liebe Rezo aka Renzo ein Video ganz kurz, nein, er bezeichnet Jesus nicht als Gott, zumindest nicht direkt. Er erzählt halt später noch, dass Gott in Menschenform oder beziehungsweise seinen Sohn halt geschickt hat, aber er bezeichnet Jesus nicht als Gott. Ich glaube schon, dass der die Bibel ganz gut kennt. Ich glaube aber, dass er sie nicht versteht und ich glaube auch, dass er, er versteht seine Religion nicht. Zumindest bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist er da voll bei und dann, und dann ist er irgendwie falsch abgebogen. Bezüglich mir gemacht, beziehungsweise der christlichen TikTok-Community, in welchem er auch meine Clips verwendet hat und ziemlich aus dem Kontext genommen hat, weswegen ich heute... Okay, wenn das im Kontext ist, kann er es bestimmt erklären, ja. ...auf sein Video eingehen möchte. Ich sage ja schon... Ja, das kann ich auch. Viele der Clips... Spoiler hat jetzt aber nicht erklärt. ...wurden tatsächlich auch aus dem Kontext genommen. Sowas wie dämonische Musik jetzt nicht zum Beispiel... dass die Musikindustrie dämonisch ist. Okay, das war also nicht aus dem Kontext. Reza hat gesagt, die ganzen Christen-TikToker sagen, die Musikindustrie ist dämonisch. Aha. Hörst du gerne Taylor Swift oder Beyoncé oder Sam Smith oder Kendrick Lamar? Falls du von denen mal Songs gehört hast, dann muss ich dir leider etwas mitteilen. Du hörst dämonische Musik und bist auf den Teufel reingefallen. Wo bin ich denn geblieben? Das ist sehr schön geschnitten, das Video, ey. Genau, du hörst dämonische Musik. Okay, ich bin mal gespannt, was du sagst. Und bist auf den Teufel reingefallen. Und ich sage es nicht ohne Grund. Guck. Er entkräftigt es nicht? Gucken wir uns das Musikvideo von Lil Nas X an, was gerade rausgekommen ist. Er stellt sich an einem Kreuz, da er sippt. Darf ich ja gesagt, das kann ich sogar verstehen, wenn man das doof findet, als Christ. Ja, war ich auch. Das hat keine Bedeutung. Das kann ich sogar als Christ sogar noch nachvollziehen, dass man das nicht geil findet. Dass ich mich nochmal. Ich egal, weiß ja, was ich sage. Ich bin nicht so doll drauf, ab das ne? Ab, für mich ist das Kunst. So genau wie das Leben des Brian. Das ist eine. Junge, wenn man sowas über Mohammed machen würde, wenn man so etwas über Buddha machen würde. Jeder wäre sauer. Jeder. Alter, weißt du, was... Er versteht andere Religionen. Er versteht auch den Buddhismus nicht. Er versteht auch nicht, dass Buddha kein Gott ist. Ja. Aber das Ding ist, ich weiß es gar nicht. Ich bin halt nicht im muslimischen Glauben so drin, ob es da nicht auch so Kritiken gibt. Weil dieses Leben... Natürlich! Ist ja einfach eine Kritik. Natürlich. Ist ja einfach nur eine Kritik an vielem. Vielen Christlichen. Natürlich, aber und ich finde es vollkommen okay, dass es sowas gibt. Wir haben das im Religionsunterricht geguckt und mein Lehrer ist gläubig gewesen. Also mein Religionslehrer war gläubig. Es ist ja ähnlich, wie du gesagt hast, dass du, ich weiß gar nicht, hast du das im Video gesagt? Oder was? Und natürlich wäre es voll unangebracht, wenn ich sowas über den Islam machen würde, weil ich bin gar nicht im Thema drin. Du hast keine Ahnung. Also davon. Ich bin halt christlich aufgewachsen, deswegen weiß ich halt, was man am Christentum kritisieren kann. Ja. Und es gibt immer was zu kritisieren. Klar. Und im Islam gibt es safe auch was zu kritisieren. Natürlich. Und da gibt es bestimmt auch irgendwelche
Kritiken drüber. Aber es ist nicht der Job von Leuten einer anderen Religion, eine Fremde zu kritisieren. Es wäre sehr unangemessen, wenn ich das machen würde. Und es geht auch entgegen der Religion, das zu machen. Yeah. Ja. Was die mir da machen würden, wenn das passieren würde. Aber wenn man das über Jesus macht, gar kein Problem. Für niemand ein Problem. Weil Satan Jesus hasst und weil diese Welt Jesus hasst. Genauso wie die Bibel es auch sagt. Die Welt hat mich gehasst, deswegen wird sie auch euch hassen. Christenkritik, eine sehr gute, wie ich finde, die haben wir sogar im Religionsunterricht geguckt und unser Lehrer war so, Digga, sehr gute Kritik. Für mich ist es Kunst, aber ich kann es slightly verstehen. Aber nicht nur Lil Nas X ist so, sondern auch Kendrick Lamar, welcher Weezer in seinem Video genannt hatte. Er selbst hat sich schon blasphemisch selbst als Jesus dargestellt mit Dornenkrone, um ihn, ja, zu spotten. War es eigentlich okay, das, was ich jetzt sage? Darf man sich nicht als Jesus darstellen? Dann war ich auch schon blasphemisch. Ich war einmal Halloween als Jesus verkleidet. Naja. Darf ich das oder nicht, als Jesus gehen? Also dürfen tust du alles. Gab auch eine ganze Zeit lang, wo ich da irgendwie auch kein Problem mit hätte, wo auch ich, keine Ahnung, religiöse Kostüme irgendwie wie Nonne oder sowas durchaus in Betracht gezogen hätte. Habe ich nie, aber hätte. Mhm. Mittlerweile würde ich es nicht mehr fühlen. Okay. Das zumindest auf so einer Veranstaltung irgendwie wie Halloween oder Karneval. Ich musste auch schon lachen, als ich so ein bekifften Jesus mal an Halloween durch die U-Bahn haben laufen sehen. Aber es ist, sagen wir mal so, ich würde niemanden dafür verurteilen, wenn ich das irgendwie, was heißt verurteilen? Ich würde mich nicht, nee, anders. Ich würde mich nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn das mit meiner Religion passiert. Wenn du jetzt aber zum Beispiel auf mich zukommen würdest und irgendwie sagen würdest, ey, keine Ahnung, soll ich das machen oder nicht, würde ich sagen, wenn du mich schon fragst, dann lieber nö. Das Ding ist, mit den Jesus-Jokes werde ich aber nicht aufhören. Naja, mach das. Musst du ja auch nicht. Nö. Ich nenne dich, also tu ich, ich nenne dich auch Jesus. So ist es nicht. Wie weit du auf die Straße kommst. Ich meine, sowas ist halt blasphemisch, aber ist halt, was die Welt macht. Die Welt macht sich lustig über Jesus, weil Jesus der einzige wahre Gott ist, der einzige Weg zu Gott ist. Genau. Aber die Bibel sagt, das Ding ist ganz kurz, für ihn, wenn er für sich selber sagt, Jesus ist der einzig wahre Weg, ist es vollkommen fein. Ja, klar. Ich finde es nur, anderen Leuten aufzudrücken, ein bisschen. Mag ich auch weird, überhaupt wack. Nicht. Sagt auch, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Kräfte, die in Menschen agieren und die genau in höheren Regionen platziert sind. Epheser 6, 12. Das gleiche gilt auch für Taylor Swift. Taylor, Bro, aufpassen. Ich habe einmal gesagt, ich höre kein Taylor Swift. Todes viele Kommentare bekommen. Wenn du Taylor Swift mit reinziehst, bist du gleich weggecancelt. Ja, das stimmt wirklich. Aber die Swifties oder wie auch immer die sich nennen, die sind unter einem Spell, Mann. Die sind unter Zauberei. Ich weiß, Alter, die Hälfte dieser, ich kann jetzt schon die Kommentare sehen. Aber ja, Zauberei ist real. Diese Sache. Ist da noch Hogwarts real? Ich glaube ja sehr Zauberei. Okay. Also Witchcraft und sowas bin ich sehr bei. Swifties, die Hälfte der Swifties sind unter dem Fluch. Kurzem Befreiung gemacht an einer Ex-Hexe, die kommt aus der Energiearbeit, Lichtarbeit, hat Kundalini-Yoga gemacht, ihr drittes Topic Auge geöffnet, alle ihre Chakras geöffnet. Genau, und ist Chakras öffnen schlecht? Ich mache das echt oft. Empfinde das nicht als schlecht. Okay, gut, weil ich finde es voll schön. Ich habe so einen Einschlaf-Meditations-Podcast und da muss ich mal mein Magenchakra öffnen, danach penne ich immer ein. Also Chakra öffnen ist ja Avatar, was was Gutes. Soweit ich verstanden habe, nichts anderes als Energie in einem zu erlauben, freier fließen zu können. Ja, ich denke, das ist so Gutes. Ja. Unglaublich viele Dämonen gehabt. Ich musste dann die Befreiung machen. Sie hat unglaublich viele Dämonen auch manifestiert. Sie brauchen noch immer Befreiung. Ja, genau. Also ja, wenn du Leute wie Taylor Swift hörst, dann genau, wirst du verzaubert. Also ist doch erstmal was Schönes. Ich hoffe auch, dass ich Leute mit meiner Musik verzaubern kann. Das ist doch schön, verzaubert zu werden. Das ist ganz klare Sache. Deswegen können Leute zum Teil, beziehungsweise deswegen war es zum Teil auf ihren Konzerten noch so, die Leute haben kein Erinnerungsvermögen mehr. Ich habe einen Kommentar gesehen, der hat gesagt, ja, weil die sich betrunken haben. Nein, absolut nicht. Recherchiert es nach, was ich sage. Die Leute konnten sich nicht mehr daran erinnern. Man hat es irgendwie Taylor Swift Amnesia oder so genannt. Genau, man kann auch gleich... ganz kurz, ich finde es interessant, wie wir einfach kurz das einfach so fast kommentarlos stehen lassen haben, dass er sagt, Hexerei ist real halt. Er hat gesagt, er hat eine Hexe befreit. Naja, ich weiß nicht, was soll man dazu sagen? Ich empfinde es halt nur nicht als was... Okay. Das ist einfach ein Ritual. Weißt du, in solchen höheren Hollywood-Kreisen muss man dann irgendwann Rituale etc. abhalten. Ja, könnt mich Verschwörungstheoretiker nennen, sonst was, aber guckt euch mal ein bisschen die höhere Elite an.
Genau, Freimaurer etc., aber ja, anderes Thema. Einfach mal kurz über Freimaurer ins Video geworfen. Freimaurer, Dreiecke. Minecraft-MLGs. Bei ihr war es sogar so krass, dass es gab Leute an ihrem Konzert, die haben komplett ihr Erinnerungsvermögen. Guten Appetit übrigens. Dürüm, Alter. Ja, das Ding ist, ich hatte keine Zeit mehr und ich musste danach zum Snowboard fahren. Und hatte noch nichts gegessen an dem Tag. Ans Konzert verloren. Es gibt Schlangen im Hintergrund. Die Schlange, Digga. Das sieht doch geil aus. Das Gleiche. Ja, für jemanden, der selbst noch Befreiung braucht, sieht das wahrscheinlich nice aus. Alter, ich brauche noch Befreiung. Gehört. Was macht, also... Du hast auch ein Problem, ne? Ich habe ein großes Problem, du hast eine Schlange tätowiert. Hä, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Bist du eine Hexe? Oh, fuck. Befrei dich. Aber, genau, das ist ultra-dämonisch. Schon ein fettes Bühnenbild, Bro. Hä? Billie Eilish manifestiert. Jeder, der sich irgendwie mit der Schlange aus der Bibel auskennt, weiß, dass die Schlange Satan repräsentiert. Ich kann ja mal ein paar Sachen zu Kundalini-Yoga zum Beispiel einblenden. Alles ist Schlangensymbolik etc. The Serpent. So many things that are the goal in Yoga. But also wollen wir den Teil skippen? Das ist aber, der sagt einfach nur, Yoga ist böse. Yoga ist nicht böse. Mein Chiropraktiker meinte, ich soll mehr Yoga machen. Weil mein Rücken ist ein bisschen... Der lässt sich in eine Richtung gut biegen, aber in die andere gar nicht. Wahrscheinlich braucht ein Chiropraktiker auch eine Befreiung. Der war aber voll nett. Ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Und meine Kopfschmerzen gingen nach weg. Bildest du dir ein. Scheiße, ein Dämon in mich reingesetzt, der meine Kopfschmerzen aufgesogen hat. Kacke. I feel good in my body and you will end up doing witchcraft. Genau, es gibt ultra viele auch dämonische Symbolik in der Hollywood-Industrie. Also das ist auch nicht mehr versteckt. Satan versteckt sich nicht mehr. Ich habe letztens auch Mädels gesehen, die irgendwie im Zug an Halloween Dämonen beschwört haben und die in dämonischen Zungen geredet haben, also in der dämonischen Sprache. Die haben einfach, wie heißt du mal Schlangensprache? Die haben einfach Parse gequatscht. Das Ding, wahrscheinlich einfach nur eine Sprache, die er nicht verstanden hat. Aber, boah, ganz kurz. Ja, ganz kurz. Da werden mit Sicherheit auch viele Dinge irgendwie sein, wo ich mit ihm einer Meinung bin. Wenn ich sehen würde, dass Leute so Geister- oder Dämonenbeschwörung irgendwo im Bus machen, ich würde aus dem fahrenden Bus würde ich springen. Ich habe ja mit Vanessa in einer Podcast-Folge, unproblematisch übrigens, In der Videobeschreibung verlinkt, habe ich ja auch darüber gesprochen, dass sie ja auch mal so Geisterbeschwörung mit einem Ouija-Board gemacht hat. Oh ja, das habe ich gehört. Kam da nicht irgendwie so ein Name raus oder sowas? Von einer, der mitmacht? Viel schlimmer. Was denn? Ja! Davon habe ich gehört! Darf ich das sagen? Ich weiß es nicht. Es ist nicht meine Geschichte. Deshalb lieber nicht. Okay. War gruselig. Hört die Podcast-Folge. Ja, ist verlinkt. Genau. Satan muss sich nicht mal mehr verstecken. Unreinen Geist sogar. Guck mal, da Mann, Billie Eilish Queen. Billie Eilish Queen. Weiß er, was Kunst ist? Weiß er, was eine Performance ist? Das ist sowas von Kunst, Alter. Das ist Kunst. Das ist für mich eine krasse Kunst. Für mich Kunst? Das ist keine Kunst, Mann. Das ist Kunst, Mann. Ich treibe aus Leuten Dämonen aus, das ist eine Manifestation, Mann. Manche fangen an zu zittern, manche verdrehen sich die Augen, manche fangen an zu kotzen. Manche fangen an, keine Ahnung, werden rumgeschubst oder fangen Digga, an. Digga, wenn ich mit dir ein paar Stunden in einem Raum wäre, hätte ich wahrscheinlich ähnliche Reaktionen. Und von unreinen Geist. Juice WRLD oder Travis Scott. Bei Travis Scott war es sogar so krass, dass er ein ganzes Ritual abgehalten hatte, mit einem riesigen Portal im Hintergrund. Leute sind gestorben, Leute haben sich komisch gefühlt. Warte mal ganz kurz. Bei Travis Scott sind nicht Leute gestorben wegen dem Portal, sondern weil es zu überfüllt war und die Rettungswege nicht frei waren. Bro, das kannst du nicht. Falls jemand von euch irgendwie Leute verloren hat bei Massenpaniken oder was auch immer, massive Triggerwarnung jetzt an der Stelle. Ich verdrehen einfach. Ja, aber das war auch nicht mein Punkt. Ich habe nie gesagt, dass du wegen dem Portal irgendwie gestorben bist. Ich habe nur gesagt, dass es ein Ritual war. Und das war auch ein Ritual. Weil ich, wie bereits schon gesagt habe, in höheren, wenn du in Hollywood bist und aufsteigen möchtest. Das war gestern, dann müssen wir ihn trinken. Ja. Musst du irgendwann Rituale etc. abhalten. Und das ist auch nicht unbekannt. Es gibt sowas wie Spirit Cooking. Du kannst es mal nachgucken, was ich mache. Vielleicht blende ich das mal ein. Spirit Cooking hört sich irgendwie cool an. Das hört sich saulustig an. Spirit Cooking Dinners. Jetzt ist es mit Epstein rausgekommen. Pädophilie ist viel dort drin. Satanismus ist viel in der Hollywood-Industrie drin. Ja, ich kann mal ein separates Video an Symbolisieren. Ja, Hollywood 10, ich glaube, da geht einiges. Also Hollywood... Ich glaube, da geht einiges. Ist ja ganz komisch. Ja. Symbolischen... Ich will nicht auf mal. Einerseits würde ich gerne mal auf so eine Hollywood Private Party, andererseits auch gar nicht.
Neugier ist da, was da passiert. Du kannst ja immer noch danach zu Tori gehen und dich befreien. Ah, ja, true. Lassen. Ich muss eh befreit werden, hat er gesagt. Ich muss Tori befreit werden. Bitte nicht. Symbolik machen in der Hollywood-Industrie. So, okay. Industrie. Genau, aber ja, Travis Scott, sein Konzert war ein Ritual, Bro. Ich meine, guck dir mal ein paar Interviews dazu an, was die Leute... Was würde er zu Young Huren sagen? Kennst du die Interviews von Young Huren? Nee. Oh, muss ich später mal zeigen. Gesagt haben, das ist crazy. Das kannst du nicht so stehen lassen, als wenn dieses Portal dafür schuldig wäre. Ja, ey, hab ich auch nicht gesagt. Übernatürliche Dinge. Also das war eine Massenpanik und das ist eine ganz tragische Geschichte da. Mir passiert. Stimme ich absolut zu, das ist ultra tragisch, dass die auch gestorben sind an diesem Konzert. Aber sie haben sich selbst dafür entschieden, weißt du? Oh, nee, haben sie nicht. Nee. Ja, und das ist so eine Geschichte, da ich will nicht mal begründen, weil ich finde nicht, dass das eine Begründung bedarf, zu sagen, dass das absoluter Bullshit ist. Alter. Dass das mehr als respektlos nicht nur den Opfern, sondern auch den Hinterbliebenen gegenüber ist. Und das von jemandem zu sagen, der behauptet, allen Menschen gleichermaßen mit Liebe und Respekt entgegenzutreten, ist das sehr widersprüchlich. Zu behaupten, sie hätten sich selber für so einen schrecklichen Tod und nichts anderes war das und begründe, warum es zu Massenpanik gekommen ist, wie du möchtest, ist mir scheißegal. Aber behaupte nicht, dass die Menschen, die da unter tragischen Bedingungen ins Leben gekommen sind, sich dafür selber entschieden haben. Das ist ekelhaft. Und das ist nicht in Ordnung. Und das kannst du auch nicht mit irgendeiner... B. Doch, ja. B. 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 Weißt du, genau, das ist tragisch, weißt du, wenn Menschen ohne Jesus sterben, Mann, das bricht mein Herz, for real. Ja, ich sag sowas auch immer mit so einem richtigen Lachen im Gesicht. Wenn ich über so tragische Katastrophen spreche, sage ich auch immer, ja, das bricht mein Herz. Ja. Dämonen, doch warum nicht? Warte mal, was? Haben sich komisch gefühlt, es sind übernatürliche Dinge passiert. Dämonen. Warte mal. Du machst mir das so viel leichter in diesem Video, wirklich. Ja, was soll ich? Das Ding ist, guck mal. Kann jeder daran glauben, wie er möchte? Ich glaube jetzt eher weniger an Dämonen. Also, ich glaube an Dämonen in Horrorfilmen. Aber, ja. Deswegen ist es halt einfach funny für mich zu hören. So, ja, da waren Dämonen am Werk. Jetzt nicht, dass auf dem Travis-Konzert Dämonen waren, oder? Bro, nee. Bro, nee, das ist nicht dein Ernst, oder? Doch warum nenne ich das Ganze? Ganz simpel. Du kannst unreine Geister bekommen durch Musik. Klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Du kannst auch unreine Geister bekommen durch Filme. Klingt noch heftiger, ich weiß. Aber ich selbst habe vor ein paar Monaten letztes... Torik? Ich weiß ja nicht. Ja, wir haben ja schon... Ja, guck, hier ist die Sache. Wenn du Horrorfilme guckst, das ist nicht nur eine Atmosphäre, die in einem Raum ist. Ich meine, man kann das sogar selbst in der geistlichen Welt, beziehungsweise man kann es an der Atmosphäre wahrnehmen. Da ist was Böses. Und es ist nicht nur eine Atmosphäre, du bekommst unreine Geister, auch durch Horrorfilme. Du öffnest eine Tür. Es heißt nicht ohne Grund Entertainment. Enter. Ganz kurz, das ist dieselbe schöne Begründung. Jemand meinte mal, es gibt ja Kreuzheben. Und man soll diese Stange im Kreuzgriff nehmen, weil das ist ja Kreuzheben. Die Frage ist dann so, bei Torik jetzt, was ist jetzt bei Unterhaltung? Soll ich jetzt untergehen? Also... Oder, nee, oder bei Deadlift mich umbringen, weil es ja Deadliften. Also fragt mit Freund. Oder unter, also ich untertauchen bei Unterhaltung? Unter Enter. Das Entertainment, die Unterhaltung. Er benutzt auch keine Tastatur wegen der Enter-Taste. Ah, scheiße. Was verschafft sich Zugang in dein Leben. Und entweder ist es gut, oder es ist schlecht, entweder es verherrlicht Gott. Ich ein großes Problem, ich habe echt viele Horrorfilme in meinem Leben geguckt. Ich muss ja eben befreit werden. Ja. Und das öffnet eine Tür in das Dämonische. Natürlich gibt es da einen mittleren Bereich, also jetzt so klassische Musik. Ganz kurz, ich bin mir sehr sicher, es gibt Horrorfilme, die sprechen da safe Beschwörung. For real Beschwörung. So, wie gesagt, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich glaube an sehr vieles. Und deshalb, ich stempel nicht kategorisch alles, was er sagt, als Schwachsinn. Aber auch wenn ich das verstehen kann, zum Beispiel, dass du das machst. Aber es gibt Filme wie den Exorzismus, den gucke ich mir nicht an. Ich habe zu viel Hintergrundinformationen darüber gesehen. Ich will diesen Film nicht gucken. Okay. Yeah. So denke ich jetzt nicht, dass du einen unreinen Geist bekommst. Aber wenn du dir Sachen anhörst, die Sünde verherrlichen, die das Dämonische verherrlichen, etc., absolut eine offene Tür fürs Dämonische. Du kannst dadurch unreine Geister bekommen. Scheiße. Hätte 24, jetzt, oder? Nee, ich glaube, wir sind eh verloren. Scheiße. Habe ich an einem Mädchen... Ganz kurz, Schlafparalysen. Auch dämonisch.
Schlafparalysen sind dämonisch. Du hast legitimately eine Figur in deinem Raum stehen. Du kannst dich nicht bewegen. Ich hatte selbst... Triggerwarnung, Vergewaltigung. Ich bin in der Vergangenheit Schlafparalysen. Ultradämonisch. Es gibt auch Leute, die werden vergewaltigt von Dämonen in ihrem Schlaf. Das nennt man dann Astralparasiten. Also nennt man das im okkulten Bereich. Unter anderem. Oder einen Spirit Spouse. Also das ist ein Dämon, mit dem du in der geistlichen Welt schläfst. Genau, ich habe schon die crazysten Geschichten gehört. Von den crazysten Leuten, ehrlich. Ja, glaube ich ihm. Was alles so in der geistlichen Welt abgeht. Befreiung gemacht, die durch einen Disney-Film... Was? Einen kommt durch Disney-Film. Nee, aber das war ja auch das, was ich gesagt habe. Digga, ich bin Schlafparalysen und Schlafstörungen sind nicht dasselbe. Schlafparalysen sind nochmal drüber. Ja, ja, ja. Und das Ding ist, ich hatte selber nie eine... Gott sei Dank. Ich stelle es mir sehr stressig vor. Ich stelle es mir unglaublich gruselig vor und ich habe mit Leuten geredet, die das halt hatten. Ich finde auch, dass das sehr dämonisch klingt. Also, so, without a doubt, Alter. Aber, ne? Ja. Ich kann übrigens nicht das ganze Video über Triggerwarnung geben. Ich habe nur, wie gesagt, am Anfang die Disclaimer gehabt und sowas, was der jetzt sagt, er wird sich wahrscheinlich oft wiederholen. Aber ich habe nicht das ganze Video gesehen, ich habe nur reingeguckt. Und wenn ich es schaffe, dann gebe ich Triggerwarnung. Das Ding ist, ich glaube, jetzt wurden schon echt viele Triggerwarnungen für echt viel gegeben. Ihr seid vorgewarnt jetzt. Ihr seid vorgewarnt, ja. Disney-Film einen unreinen Geist bekommen hat. Sie hat den Film Maleficent geguckt von Disney. Daraufhin musste ich Befreiung an ihr machen. Ihre Augen haben sich nach hinten gerollt und sie wurde freigesetzt durch die Kraft von Jesus. Ich bin mein Gesichtsausdruck, die ist jetzt gut. Die bewegt sich auch gar nicht. Christus, jeder, der meine Leiche... Warte mal ganz kurz. Ist es Parodie, um zu triggern, oder ist es gerade ernst? Das kann nicht ernst sein. Streams guckt auf TikTok und auf Instagram, weiß, dass die Kraft von Gott real ist. Ich will auch nicht religiös sein. Ich sage nicht, hey, du darfst keine gottlose, säkuläre Musik hören, um dir irgendeinen Spaß zu verderben, sondern ich will dir sagen, dass worauf du meditierst mit deinen Gedanken, das wirst du. Die Bibel sagt, so wie du glaubst, dass du in deinem Herz bist, so bist du auch. Das heißt, wenn du selbst über dich denkst, hey, ich bin Versager, du hast die ganze Zeit eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, du bist ein Versager, du kannst nichts, dann glaubst du das irgendwann. Und ganz kurz, manifestieren, da gebe ich ihm voll recht. Das macht wirklich was mit dem Geist. Also zumindest bei mir. Vielleicht nicht bei allen, aber bei mir auf jeden Fall. Aber Bro, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass auf dem Trash-Konzert Dämonen waren. Guck, hier ist die Sache. Wa? Was? Das hatte ich nicht losgelassen, wa? Die Dämonen, nee. Ja. Ich bin ja auch befallen. Ja. Die lassen mich nicht los. Du hast sogar gar nicht so Unrecht. Also ich sehe das daran, wie du reagierst. Du glaubst an die geistliche Welt, sonst würdest du ja gar nicht Manifestation betreiben. Manifestation ist auch, also von dem, was ich weiß, ein biblisches Prinzip, aber es ist twisted, es ist pervertiert, es ist dämonisch gemacht worden. So wie zum Beispiel mit Karma. Karma ist auch biblisch. Saat und Ernte, was du siehst, das Ernte. Karma nicht vor allem im Buddhismus? Ich glaube, die... Reinkarnation und sowas? Reinkarnation. Ist doch Karma-Lehre? Karma-Lehre. Also das ist ja... Also das ist das, was Tobi, glaube ich, nicht verstanden hat oder vielleicht einfach ignoriert, dass viele Religionen sich in den Inhalten unglaublich ähneln und nur in meiner Ansicht nach Kleinigkeiten dann voll unterscheiden. Das heißt, die Karma-Lehre existiert in verschiedenen Religionen, vielleicht auch unter anderem Namen, genauso wie in verschiedenen Kulturkreisen. Die Manifestation oder ja, die existiert genauso. Und ich weiß nicht, ob er das irgendwie meint, ja, ist dämonisch gemacht worden, ob das für ihn bedeutet, dass es einfach auch in anderen Religionen vorkommt, was Schwachsinn wäre. Aber das ist eine Sache, die, ja, ist vielleicht ganz gut, wenn ich dir jetzt schon sage. Ich bin der Meinung, dass Religion menschengemacht ist. Ich bin der festen Überzeugung, Gott existiert. Ich bin der festen Überzeugung, Gott ist absolut gutherzig und Gott ist großartig und ist auch der Ursprung von allem. Das ist, lebe ich nach, ist voll meins. Und ich glaube, ich bin irgendwann drauf gekommen, dass, was heißt irgendwie, Religion existiert nicht für mich. Aber ich habe es gestern viel besser ausgedrückt bekommen. Jetzt bin ich schon wieder so aufgeregt, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen. Also, meiner Ansicht nach, was ich irgendwann verstanden habe oder beziehungsweise was mir aufgefallen ist, ist, dass in vielen Religionen die Grundprinzipien alle gleich sind. Die Dinge, wonach du leben sollst, was Sünde ist und was nicht. Und da spreche ich jetzt nicht von Homosexualität, sondern da spreche ich von, von den Basics. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst deine Eltern ehren. Nächstenliebe vor allem.
Nächstenliebe, du sollst nicht töten, du sollst rein Herzens sein, Vergebung, also was ist, existiert meines Wissens nach in allen großen Weltreligionen und unterscheidet sich dann in so Kleinigkeiten nach Verhaltensregeln oder was auch immer. Und die haben sich ja über... Ja, und in dem, was passiert, wenn du nicht danach lebst. Ja, und danach, was passiert? In den Bestrafungen quasi. Ja, genau. Zum Beispiel im Hinduismus ist es ja, dass du dann quasi wiedergeboren wirst als was Niedrigeres zum Beispiel. Im Christentum ist es, wenn du halt lebst wie ein Hurensohn, kommst du in die Hölle. Im Islam weiß ich jetzt gerade gar nicht, was exakt da passiert. Aber du hast halt verschiedene Bestrafungen beziehungsweise verschiedene Konsequenzen aus dem Handeln. Genau, also entweder kommst du in die Hölle oder du lebst im nächsten Leben ein schreckliches Leben, ein elendes Leben oder was auch immer. Aber auch da sind sich wieder alle einig, im Nachgang geht es dir schlecht. Alle sind sich einig, es existiert nach dem Tod was Gutes oder was Schlechtes. Ja. Nenn es ein Leben danach, nenn es Himmel oder Hölle oder was auch immer. Auch da sind sich die Religionen wieder einig. Und das hat sich ja auch über Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder geändert. Und es wurde immer wieder angepasst. Ja, was genau, also nach was für Regeln genau lebst du jetzt eigentlich? Oder was genau ist jetzt eigentlich genau verboten? Was genau ist Sünde? Was ist keine Sünde? Ja, das war da vielleicht ein bisschen streng. Ja, das ändern wir jetzt wieder. Und das macht für mich keinen Sinn. Wenn es doch eindeutig war, was Gott gesagt hat, warum muss das über Jahre, Jahrhunderte, über Ewigkeiten hinweg immer wieder angepasst werden? Sobald der Mensch irgendwie der Meinung ist, ja, passt nicht mehr zur Zeit. Das ist zum Beispiel auch mein Argument bei Altem und Neuem Testament. Wenn irgendwie Leute ankommen und sagen so, ja, nee, das stand ja im Alten Testament, das zählt ja nicht. Aber im Neuen Testament steht das so und so. Ja, okay, warum existiert ein Neues Testament? Weil viele Menschen irgendwie der Meinung waren, okay, das Alte Testament, das ist vielleicht falsch übersetzt worden oder das war gar nicht so gemeint, das müssen wir jetzt anpassen, weil das passt ja alles gar nicht mehr. Okay, aber das Neue Testament, bei dem ist das nicht der Fall. Das kann sich nicht weiterentwickeln, das kann nicht irgendwie falsch übersetzt werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass so viele Leute damals irgendwie gesagt haben, ja, Gott hat mir gesagt, das ist falsch und Gott hat mir gesagt, man darf nichts mit einem anderen Mann haben und Gott hat auch das gesagt. Ich bin der Meinung, Gott hat eine Sache gesagt und das ist, füge keinem anderen Menschen Leid zu. Und das zieht sich ja auch immer weiter. Ja. Und diese ganzen anderen Drecksachen, das ist meiner Meinung nach menschengemacht, was gemacht wurde, um eigene Vorstellungen oder sowas irgendwie zu untermauern. Man hatte aber damals keine Begründung dafür. Hat man ja heute auch nicht. Deshalb beruft man sich ja immer wieder auf Gott. Oder das ist unnatürlich oder was auch immer. Man beruft sich immer wieder auf dieselbe Scheiße. Ja, weiter. Bist du auch. Aber Karma ist die dämonische Version. Ist die Version ohne Gott, die ist die Version ohne Jesus. Weil die Menschen wollen gerne Heilung, die Menschen wollen gerne in die geistliche Welt, aber sie wollen alles separat von Gott, weil sie möchten nicht seine Gebote halten. Sie möchten ihren eigenen Weg gehen, was Rebellion ist, was Stolz ist. Separat davon habe ich ja kurz angeschnitten, dass ich auf TikTok gelivestreamt hatte, 2022, 2023 und jetzt mittlerweile halt auf Instagram. Und 2022 war es ultra krass. Hunderte Leute haben ihr Leben Jesus gegeben, haben Feuer durch ihren Körper. Einfach, weil ich eine ganz schöne Sache sehe. Amira hat gerade geschrieben, deshalb wird der Koran nicht verändert oder neu geschrieben. Finde ich nämlich, ist ein gutes Beispiel, weil ganz, ganz viele Leute ja immer irgendwie sagen, Koran oder die Bibel auch, ist Auslegungssache, es ist Übersetzungssache, es ist eine Verständnissache, dass man, je nachdem, wie man es liest, wie man es übersetzt, immer wieder neu interpretieren kann. Und das ist meiner Meinung nach das, was für unglaublich viel Missverständnis und Schwierigkeiten und Fehlinterpretationen sorgt. Dass böse Leute wollen Böses interpretieren und Böses verstehen. Ja. Fühle ich. Ja. Gefühl, Liebe durch ihren Körper gefühlt, die sie noch nie davor gefühlt haben, weil sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatten, Jesus Christus, nachdem sie eben ihr Leben Jesus gegeben hatten. Leute wurden auch geheilt. Eine Frau, ihr Kind hatte ein Loch in ihrem Herzen und das ist zugewachsen in Jesus' Namen. 2023 habe ich dann angefangen, Dämonen auszutreiben auf TikTok. Die Augen haben sich nach hinten verdreht. Leute haben angefangen zu kotzen, zu zittern, etc. Genau, ich hatte auch, keine Ahnung, zwischen 1000 und 600 Zuschauer, weil was passiert ist. Es ist was passiert, die Kraft Gottes war da. Ich werde demnächst auch ein Reaktionsvideo bzw. ein Interview mit einer Dame führen, die von 10 Jahren Depression frei geworden ist und Suizidgedanken frei geworden ist durch diese Livestreams, weil ein unreiner Geist sie verlassen hat. Genau. Dazu will ich kurz sagen, das kann alles durch Religion 100%ig passieren, Freunde. Das Einzige, wo man nur aufpassen muss, ist, dass man nicht sagt, das ist der einzige Weg so.
sondern ja, erstmal, sondern es ja. gibt ganz viele Wege, die ans Ziel können. Aber natürlich kann die Religion so viel geben, dass auch theoretisch dann die Depressionen geheilt werden. Oder meine Essstörung wäre ohne Glauben nicht weggegangen. Also das kann, Religion kann dir richtig viel geben. Kann, aber muss nicht. Und nee, alles irgendwie, für alle, das ist für alle die einzig wahre Lösung gibt, das ist halt Schwachsinn. Das hat nicht funktioniert und das wird nicht funktionieren. Oder genauso wie irgendwie zu behaupten, dass psychische Krankheiten immer irgendwie dämonische Geister wären. Na, ist es nicht. Er macht es sich sehr leicht dadurch. Digga, der einzig unreine Geist in meinem Leben ist meine Mathe-Note. Die Welt ist real. Ich meine, du glaubst ja selbst an die geistliche Welt, Tim. Ja, safe. Nur, dass ihr illegal in die geistliche Welt kommt. Und zwar kommt ihr durch das Okkulte, durch das Dämonische in die geistliche Welt. Es gibt zwei Wege, wie du in die geistliche Welt kommen kannst. Durch den Heiligen Geist, den Geist Gottes, den du bekommst, wenn du umkehrst von deiner Schuld und auf Jesus als Herrn und Retter vertraust. Oder du kommst eben durch Zauberei in die geistliche Welt. Und Zauberei ist ziemlich ein weit gefächertes Spektrum. Aber warum musst du da unterscheiden? Zauberei, ich finde aber Zauberei jetzt cool. Das Ding ist, ich habe die ganze Zeit den Eindruck, und Turi, korrigier mich gern, wenn ich dich falsch verstehe, aber ich habe die ganze Zeit den Eindruck, dass du Spiritualität und den Glauben an Gott, dass du das unterscheidest, dass das für dich zwei grundlegend verschiedene Dinge sind. Und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum Spiritualität oder der Glauben an Universum und der Glaube an Gott, genauso wie der Glaube an andere Religionen oder genauso wie Allah ist ja auch ein Name für Gott. Ja. Genauso wie so, ja, also, ne? Warum das für dich unterschiedliche Dinge sind und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum er die ganze Zeit unterscheidet. Ja. Sag ich mal. Dementsprechend handelst du auch. Wenn du die ganze Zeit gottlose Musik hörst, die antichristliche Sachen sagt. Was ist, wenn ich mir gottlos einen reinschepper? Ist es dann auch nicht okay? Fragt. Tut mir leid. Aber es du machst gottlos es so viel leichter. Also ernst gemeint, wenn es eine ernst gemeinte Frage ist, ja, Alkohol, sich zu besaufen, ist auch eine Sünde. Warum? Ganz simpel, wir sollen nüchtern sein. Meistens. Aber hat Jesus nicht Wasser zu Wein gemacht? Das ist zum Beispiel eine. Das ist eine Sache, die sag ich immer ganz gerne so. Die Bibel sagt, oder ganz viele Typen, die die Bibel übersetzt haben. Ja, sorry, soll ich nicht mehr ins Mikro? Ja, doch, aber es muss zwischen uns sein. Ich bin die ganze Zeit hier hinten. Dann hört man mich nicht mehr. Okay. Die hat gesagt, ja, Drogen sind alle scheiße und das ist alles blöd, aber das ist Blut Christi, deshalb, das ist in Ordnung. Wenn man Alkohol trinkt, versucht man, keine Ahnung, hat man... Keine Ahnung, Angst, Social Anxiety, wovon man auch befreit werden kann. Ich hatte das ganz krass, aber Gott hat mich vollständig davon freigesetzt, sodass ich jetzt auch zum Beispiel auf der Straße preachen kann, was ich davor gar nicht konnte. Ich konnte davor nicht mal eine Person auf der Straße ansprechen. Gott hat mich komplett freigesetzt. Ja genau, oft trinkt man Alkohol, um mal mutiger zu sein oder weil es einem nicht gut geht. Und Jesus will eben einen vom Alkohol freimachen. Oder weil ich Wein mag. Ganz kurz, man sollte das nicht trinken aus diesen Gründen. Also keine Drogen nehmen, wenn ihr, wenn es euch schlecht geht. Nee. Machen, aber nicht nur frei. Oder wenn ihr was verdrängen wollt. Nee. Er will dich füllen mit seiner Liebe. Niemals Alkohol als Lösungsweg. Na. Er will dann Befriedigung. Er will diesen Frieden geben, weißt du? Die Menschen haben nämlich Bedürfnisse und Bedürfnisse zu Recht, aber sie versuchen sie an allen falschen Stellen zu finden. Zum Beispiel die meisten Menschen sehen sich nach Liebe, sie versuchen es in 100 Boyfriends zu finden und in Pornografie zu finden und in anderen Sachen zu finden, aber sie können wahrhaftige Liebe, wahrhaftige Erfüllung nur in Jesus Christus finden. Und ich rede nicht anders. Ich rede auch nicht von irgendeinem religiösen Jesus Christus, sondern von dem lebendigen Gott. Genau. Dann wirst du dich irgendwann dem anpassen. Wenn du mit Homosexualität struggles und davon frei werden willst, dann bete doch das mit mir. Jesus. Ich weiß wirklich nicht, ob Jesus die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Als nächstes will ich darauf eingehen, dass ja, Homosexualität ist nicht normal und du kannst doch davon frei werden. Ich weiß, wenn ich das... Ich weiß, es ist crazy, ne? Das ist krass. Das ist krass zu sagen, also vor allem für Leute in der Welt. Doch, Homosexualität ist komplett normal. Das ist in Ordnung zu sagen. Nee, ist wirklich nicht in Ordnung zu sagen. Genauso wie Bi. Das hat nichts mit krass sein zu tun. Trans sein, asexuell sein. Ei, Digga, ich... Wer sagt das? Wer sagt, dass diese Sachen normal sind? Ich sag, Gott sagt das. Ich sag auch, Gott sagt das. Ich sag so safe, Gott sagt das. Weißt du, warum ich sage, dass Gott das sagt? Weil Gott diese Menschen gemacht hat und genau daran glaubst du. Ja. Genau daran glaubst du. Das ist... Und das geht mir so auf den Sack.
an Leuten wie ihm. Ich kann nicht mehr sprechen. Ist ja, aber das geht mir bei Leuten wie ihm so auf die Nerven. Irgendwie zu sagen, alles, was Gott gemacht hat, ist richtig. Und Gott liebt euch alle. Und Gott liebt euch alle gleichermaßen. Und Gott will euch nicht verändern. Ah, du bist schwul. Okay, das ist was anderes. Nee, ich hab also ein entfernter Cousin eines Kollegen, eines ehemaligen Nachbarn, meiner Cousine dritten Grades, der hat gesagt, Gott hat gesagt, das ist nicht in Ordnung. Ja. Aber ansonsten liebt er dich, ja, aber da kannst du doch bestimmt dann auch von frei werden. Yeah. Und wer definiert normal? Wer definiert richtig und falsch? Definierst du normal? Definiert die Gesellschaft normal? Weil wenn das der Fall ist, dann kann ich mich wieder auf den Zweiten Weltkrieg beziehen. Oh! Nein! Hat er mitbekommen, was eigentlich in der Gesellschaft und auf der ganzen Welt aktuell irgendwie passiert? Ich weiß nicht, ist in deiner Welt überall Homosexualität als normal angesehen? Du kannst nicht damit argumentieren, dass irgendwie behauptet wird, ja, weil die Gesellschaft sagt, Homosexualität ist normal. Ist das jetzt? Nein, das ist Bullshit. Weißt du, in wie vielen Ländern das eben als noch nicht normal angesehen wird? Und das ist saumäßig problematisch. Ja. Und das ist sicherlich nicht von Gott gewollt. Einem Gott, der sagt irgendwie, alle Menschen sind gleich. Einem Gott, von dem du auch erzählt, dass er alle Menschen gleichermaßen liebt. Aber der Gott wollte, dass homosexuelle Menschen oder generell Menschen aufgrund von ihrer Herkunft, Sexualität, Religion, Geschlecht, was auch immer, so dermaßen diskriminiert werden? Laut dir will das dein Gott? Weil Gott das als nicht normal empfunden hat? Weil so argumentieren viele Menschen. Und das ist Schwachsinn. Und das ist saumäßig gefährlich. Und ich verstehe nicht, dass du das nicht verstehst. Ich raff es nicht. Und in meiner Wahrnehmung ist Gott saumäßig enttäuscht von dir. Weil ich glaube, dass dein Grundgedanke gut ist. So, ich glaube selber an Gott. Ich bin selber sehr religiös. Und deshalb bist du mir nicht von Grund auf irgendwie unsympathisch oder was auch immer. Und deshalb habe ich auch gesagt, ey, ich will da mitreden. Weil ich glaube, dieser Grundgedanke von dir, ey, Gott ist toll und ich will natürlich, dass Menschen glauben, weil Glauben hat mir viel gegeben und ich will, dass Glauben euch auch was gibt. Und deshalb will ich euch von Gott erzählen. Okay, do it. Dräng es niemandem auf, aber do it. Wenn du dadurch ganz viel Glück empfindest, mach das. Das ist was Schönes. Aber diesen Weg, den du gerade wählst, der ist schwachsinnig. Leuten vorzuschreiben, wie die zu leben haben. Oder eigentlich genau das zu sagen, was du sagst, irgendwie ist... Gib mir eine Minute. Brauchst du noch mal was? Ja. Und ich glaube, dass Gott saumäßig enttäuscht von dir ist. Ich glaube, dass er da oben sitzt und auf dich guckt und sagt, oh, mein Sohn, du hast so einen guten Grundgedanken. Warum hinterfragst du nicht? Warum nimmst du das, was Menschen aufgeschrieben haben und behaupten, dass ich, also Gott, gesagt hätte und lebst da einfach blind nach? Warum hinterfragst du nicht? Warum verstehst du nicht, dass es gar keinen Sinn macht, wenn, ich spreche jetzt kurz als Gott in der Ich-Perspektive, nur nicht, weil ich, ne, ich hoffe, ihr versteht das. So, warum hinterfragst du nicht? Warum sagst du zwar, Gott liebt alle Menschen gleich und verstehst das? Und siehst da nicht diesen Nichtsinn darin, wenn Menschen versuchen, mit Gott zu argumentieren, wenn es darum geht, Menschen zu diskriminieren? Nun weiß ich, dass... Amen, Halleluja, Schwester. Ich bin so sauer. Ist alles gut. Das macht mich so traurig. Ist alles gut. Ist alles gut. Ich glaube, dass Gott am Ende des Lebens auf dein Leben guckt. Und dann guckt, warst du ein guter oder warst du ein schlechter? Und ihm ist scheißegal, ob du gay oder bi oder was auch immer warst. Aber du guckst, wie warst du drauf? Das glaube ich. Ja. Dass es sehr krass ist. Und wie verurteilst du andere Menschen aufgrund von dem, was sie tun? Ja. Wie bist du zu anderen Menschen? Ja. Wie gehst du auf andere Menschen zu? Definierst du das Gute in Menschen durch ihre Taten oder durch das, was sie sind? Weil viele sagen auch, du kannst der größte Hurensohn im Leben sein, kannst was auch immer gemacht haben. Wenn du am Ende aber umkehrst, zu Jesus findest, ist es scheißegal gewesen. Das ist ja keine erstrebenswerte Lebensform. Du kannst ja nicht, keine Ahnung, Menschen umbringen und am Ende sagen, oh, ich bin jetzt aber zu Jesus gekommen in den letzten 5 Minuten und dann kommst du in den Himmel. Das ist so eine lustige Szene. Man missversteht mich. Ja, ich kenne einige Gags darüber. Nicht falsch. Ich liebe die Leute in der LGBT-Community. Ich liebe diese Leute. Ich habe auch unzählige... Die finden dich aber, glaube ich, nicht so gut. Leute auf Instagram gehabt, die mir geschrieben haben, hey, ich will davon frei werden. Hey, du, ich will das gar nicht, etc. Nicht jeder, der homosexuell ist, möchte das auch sein. Ja, und warum? Wegen Menschen wie ihm, die ihn verurteilen. Und wegen Todesangst.
wegen Menschen, die teilweise Todesangst leiden, weil sie auch, und das ist nicht nur in irgendwelchen anderen Ländern der Fall, das ist hier auch noch der Fall. Wenn Menschen merken, dass sie homosexuell sind und am falschen Geschlecht geboren sind oder was auch immer und das innerhalb einer Familie tun, die so denken wie du, die haben Todesangst. Genau, und ich bin ihnen alle in Liebe begegnet, alle in Respekt begegnet. Genau, aber wie schon bereits gesagt, wer definiert richtig und falsch? Und ich sage, Gott definiert richtig und falsch. Nicht der Staat, nicht die Gesellschaft. Und Gott definiert Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Da bin ich wieder raus. Guck mal, das ist so, ich war so, ha, dieses, ja, Gott definiert, was ist richtig und falsch. Ja, bin ich bei dir. Gott, hoppala. Gott definiert Liebe nur zwischen Mann und Frau. Nein, Gott definiert Fortpflanzung zwischen Mann und Frau. Ist ja auch vollkommen okay. Aber es bedeutet nicht, dass nicht Leute, die das gleiche Geschlecht haben, auch ficken dürfen und dabei Spaß haben dürfen. Nicht zwischen einer Frau und einer Frau, sondern zwischen einem Mann und einer Frau. Der rechtfertigt sich so ein bisschen, meinte so, ja, okay, man, ja, bababab. Aber Bro, das ist nicht okay, dicker Wassel. Okay, wer sagt, dass es nicht okay ist? Oh, ihr gebt aber schon viel. Ich, wenn du fragst! Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ich wäre bereit, mit dir und mit auch anderen YouTubern ein Gespräch über das Ganze. Boah, das Ding ist, da haben wir gestern drüber gequatscht, es wäre doch lustig, ihn in mein Podcast-Format irgendwie einzuladen, oder? Ich, ganz ehrlich. Wäre ein langer Podcast. Also, es wird ein langer Podcast, es wird ein anstrengender Podcast und ich kann nicht versprechen, dass. Also, ich habe mich jetzt gerade kurz selber eingeladen, einfach so ähnlich wie in den Stream hier. Ich kann nicht versprechen, dass das eine Sache wäre, die ich irgendwie durchhalten würde. Angenommen, du würdest mich dabei haben wollen und wenn nicht, ist das auch okay, aber dann würde ich dich gerne ein bisschen vorbereiten wollen. Ja. Aber würde ich gerne machen. Würde ich gerne machen. Mal gucken. Das Thema zu führen, denn ich glaube nicht, dass Homosexualität normal ist. Warum? Ist es doch. Glaube ich nicht. Erstens, keine Weltreligion auf dieser Welt glaubt, dass Homosexualität normal ist, abgesehen von... Das Ding ist, warum sagen jetzt aber die allermeisten Pfarrer und Priester das, also sagen, dass es vollkommen okay und normal ist? Also die allermeisten haben sich halt weiterentwickelt. Haben gesagt, okay, ich sehe, was in der Bibel steht, aber ich sehe auch, ich kann auch selber denken. Also ich höre nicht auf zu denken, nachdem ich die Bibel gelesen habe. Und das sollte er vielleicht auch machen. Das ist schön gesagt. Ganz kurz, Elias, und ich bin mir sicher, dass es viele irgendwie, also dass sich das viele fragen, irgendwie so, warum gibt man ihm jetzt irgendwie so eine Plattform? Ich finde, dass Religion, gerade Christentum oder generell christlicher Glaube, dass er mittlerweile irgendwie nur noch bekannt ist durch solche Leute. Ja. Auf TikTok repräsentiert, was auch immer. So, jetzt habe ich eine große Reichweite. Ich bin polarisierende Influencerin, so polarisierend eigentlich gar nicht, aber mit einer großen Fresse, die an Gott glaubt. Und ich fand's vielleicht einfach mal wichtig, von Gläubigen zu Gläubigen, dass ich auch sage, das eine schließt das andere nicht aus. Mann, nee. Du kannst als Frau eine Muschi lecken und trotzdem als an Gott glauben. Ja. Ja. Sag ich mal. Amen, Halleluja. Amen und Halleluja, Schwester. Liberalen Hinduismus, aber auch der fundamentalistische Hinduismus glaubt nicht, dass es normal ist. Genau, und sogar wenn du Atheist bist und wirklich die wissenschaftliche Unmöglichkeit glaubst, dass nichts alles erschaffen hat, was wissenschaftlich unmöglich ist und dass wir ein kosmischer Unfall sind, der über tausende Jahre in redende Affen, Millionen von Jahren in redende Affen evolviert ist, dann musst du auch an sexuelle... Die Frage ist, okay, also er glaubt gerade nicht an die Evolutionstheorie. Oder an die Evolutionslehre. Was ich mich dann direkt frage, ist, das ist immer die Frage, was mit den Dinos allein? Was ist mit Neandertalern und sowas? Es gibt ja also wann haben die in gelebt? Amerika viele, die glauben, dass sie alle gleichzeitig gelebt ja, haben. Die ja, Dinos nee, waren ich, parallel, ich, die glauben, dass die Dinos parallel. Und was ist mit Neandertalern, die halt so ein Mix noch aus Mensch und Affe sind? Ich kann es dir nicht sagen. Selektion als primären Faktor der Evolution glauben und er ist nicht. Ich glaube an Evolution und daran, dass Gott es gemacht hat. Ja. Aktuellen Tieren, weil Leute, die vergleichen dann immer Menschen mit Tieren, was auch ein schlechter Vergleich ist. Ich meine, Tiere essen auch ihre eigenen Kinder. Es gab auch Menschen, die ihre Kinder. Ja, Kinder weiß ich nicht, ob Menschen gegessen haben. Tiere werfen auch mit Kacke. Seit wann ist unser moralischer Standard Tiere? Ganz kurz, das haben Kinder auch, glaube ich, gemacht, mit Kacke geworfen. Also in unserer Grundschule, bis ich jetzt, war manchmal Kacke an der Wand. Was Tiere machen. Genau, Gott definiert richtig und falsch. Und Gott hat Ehe, Gott hat Liebe zwischen Mann und Frau definiert in einer sexuellen Art und Weise. Du kannst deinen Bruder lieben, du kannst deine Schwester lieben, aber nicht auf eine perverse, lustvolle Art. Pervers ist irgendwie ein falsches Wort. Genau.
nicht okay zu sagen. Das in der heutigen Gesellschaft sage, kriege ich viel Hate, aber nicht jeder, der homosexuell ist, möchte auch homosexuell sein. So schreiben mir ganz viele Leute auf Instagram, dass sie frei werden wollen davon. Und wie, sie sollten auch dieses Recht haben. Mein Herz blutet, wenn ich das höre. Mein Herz blutet, wenn ich das höre, dass da Menschen sind, die wegen Leuten wie ihm oder wegen dem Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind, das Gefühl haben, es ist nicht richtig. Und mein Herz blutet, dass dann da Leute wie er sind, die sie darin bestätigen. Und oh, wie schrecklich. Wie schrecklich. Es tut mir so leid. Homosexualität laut Bibel ist nicht normal. Römer 1, 26. Oh, Digga, nein. Ganz kurz. Bibeltreues Christentum. Boah, jetzt mache ich vielleicht einen Take, den finden ein paar Christen scheiße. Aber komplett bibeltreu zu leben, heißt ein richtiger Hurensohn zu sein. Weil und wieder, wenn du sowas über Mohammed sagen würdest, weißt du, was dann passieren würde? Aber abgesehen davon, Gott segne dich, Punkt. Weißt du? Tim Jagen, ich liebe dich, ich werde dich im Himmel wieder... Mal ganz kurz. Muslime, die sehr treu nach dem Koran leben und den friedlich übersetzt und interpretiert haben, das sind die herzlichsten Menschen, die du treffen kannst. Übertrieben. Die sind nur nett zu dir. Weil wenn sie komplett nach dem Koran zum Beispiel leben, steht da auch drin, dass es eine große Sünde ist, zu behaupten, was Sünde ist und was nicht. Weil das darf in dem Islam, darf nur bestimmt nur Allah, was Sünde ist und was nicht. Und macht Gott in der Bibel übrigens auch, deshalb irgendwie verscheißt er permanent die ganze Zeit. Dementsprechend laufen Muslime, die wirklich 100% treu nach dem Koran leben, nicht durch die Gegend und sagen, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch, weil sie verstehen, es ist nicht an mir zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ich gebe mein Bestes, ein guter Mensch zu sein. Ich gebe mein Bestes, Allah zu dienen, meiner Religion zu dienen. Ich gebe mein Bestes, nach dem Koran zu leben und gut ist. Das sind friedliche Menschen. Und Menschen, die in meiner Interpretation dasselbe im Christentum und mit der Bibel tun, ähnlich. Weil die auch verstanden haben, es ist nicht an mir zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Das ist Gottes Aufgabe, wenn wir am Ende unseres Lebens vor Gott stehen. Und ich versuche einfach nur ein guter Mensch zu sein zu allen, die mir entgegenkommen. Und niemanden zu verurteilen aufgrund von dem, was er ist, wo er herkommt, wen er liebt, wen er nicht liebt, sondern aufgrund von dem, was er tut. Wenn du permanent Leute zusammenschlägst, wenn du einfach ein großer Bastard bist, dann verurteile ich dich. Ja, Halleluja und Amen, Schwester. Wiedersehen ist die Wahrheit. Hier ist die Sache, das, was du sagst, stimmt nicht einmal. Wenn jeder so leben würde, wie die Bibel das sagt, wäre das ultra heftig. Das Ding ist, dann werden richtig viele Frauen tot, weil sie schon in ihrer Periode mal Sex hatten. Ja. Weil man, wurde man nicht gesteinigt, wenn man das macht? Ja, also ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, generell als Frau sollst du in der Bibel für vieles gesteinigt werden, also zumindest im Alten Testament. Also ich wäre tot. Ich bin nicht so Fan davon. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, tu Gutes denen, die dir Böses tun, segne die, die dich verfluchen, halte deine andere Wange hin, wenn jemand etwas Böses tut, selbstlos leben, auf den anderen bedacht zu sein, ist wunderbar. Ja, das ist wunderbar. Ja, aber du bist nicht Menschen auf den anderen bedacht. Ganz kurz, nach den 10 Geboten zu leben, easy. Ja, sehr geil. Voll toll, übelst schön. Aber, also, gebe ich auch mal Bestes. Aber in der Bibel gibt's eine Menge Sätze, ein paar davon sind... Also die sollte man zumindest hinterfragen. Immer wieder. So, das ist so eine Sache, das glaube ich auch. Ja, Gesetze sind auch nichts Schlechtes. Gebote sind nicht etwas Schlechtes, weißt du? Ich meine, wir starten mit Gesetzen. Und das ist gut so, weil sonst gäbe es absolute Unordnung. So. Amen, Halleluja, Bruder. Ja. Gebote, top. So viel Scheiße in der Bibel. Die Bibel ist ein Leitfaden, den man metaphorisch sehen muss. Bro, es steht so viel Scheiße in der Bibel. Guckt euch das Rezo-Video an. Nein, das stimmt einfach nicht. Das stimmt aber nicht. Was Rezo in seinem Video gemacht hat, er hat Bibelstellen aus dem Kontext verwendet, zum Beispiel auch das mit, du darfst nicht zwei verschiedene Stoffe oder sowas verwenden. Als allererstes steht es im Alten Testament, es ist traditionell bzw. kulturell bedingt etc. Und nein, du kannst die Bibel auch nicht... Turek, bitte, weil du es gerade gesagt hast, irgendwie ja, es steht im Alten Testament und das hast du irgendwie zumindest in meiner Wahrnehmung so interpretiert, so formuliert, dass es so klingt, als wäre das halt so ein, ja, das kannst du nicht sehen, das steht ja im Alten Testament. Machst du da einen Unterschied? Also ist es für dich, ist das Alte Testament für dich, wie es der Name sagt, veraltet und dementsprechend gehst du auf das Neue Testament? Weil dann würde ich nochmal auf das zurückkommen, was ich gerade gesagt habe und warum kann das Neue Testament dann nicht einfach auch veraltet sein? Also, ja. Warum hinterfragst du nicht? Ja.
interpretieren, wie du das möchtest. Man sollte halt nicht, nachdem man das Buch gelesen hat, aufhören zu denken. Dem, die Bibel ist nicht nur metaphorisch gemeint. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16. Auch das Neue, es ist immer noch was Leute übersetzt haben und Menschen zusammengetragen haben. Ja. Aber du sagst, nee, ich glaube schon alles, was da drin steht. Weil das ist, keine Ahnung. Wenn Alex sagt, Gott hat das gesagt, dann glaube ich ihm das. Okay, Valerio. Dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist. Gott hat, es ist das Wort Gottes. Verstehst du? Guck mal, wenn du einen Brief schreibst, wer schreibt den Brief? Du oder der Stift? Du, richtig? Gott hat das Instrument als Stift Menschen verwendet und er ist der Autor der Bibel. Er hat durch seinen Heiligen Geist das Wort Gottes hervorgebracht. Meinst du nicht, dass sich da zwischendurch mal ein Bastard in die Reihen gestellt hat und gesagt hat, vielleicht fällt es ja nicht auf. Ja, okay, alles hier. Gottes Stifte und ein Bastard in der Mitte, der gesagt hat, mir hat er gesagt, ich soll sagen, schwul sein ist nicht okay. Ja, er steht hier zwischen den Stiften. Ja, dann wird das schon passen. Glaubst du nicht, dass ein Mönch vielleicht mal irgendwann Bastard war, der die Bibel übersetzt hat oder neu runtergeschrieben hat? Weil das wurde ja handschriftlich kopiert alles. Glaubst du wirklich, dass da keine Fehler gemacht wurden? Ich brauche ein Eis. Bringst du mir eins mit? Ja. Pass auf, es könnte dir entgegenkommen. Ja. Stresseis. Dankeschön. Stresseis. Hier, eine Unterlage für dein Eis. Was in der Bibel steht. Nach der Bibel zu leben, ja, aber nicht Wort für Wort so nicken. Doch, Wort für Wort. Wenn jemand nicht nach der Bibel... Pitt, wir suchen hier mal kurz eine Stelle raus, die komplett krank ist und fügen die ein. Wisst ihr, wer sonst noch in der Bibel Sünder ist und getötet werden soll? Leute, die Wahrsager abfeiern, deswegen das mit den Horoskopen und Sternzeichen, die sollen erstmal ausgerottet werden. Leute, die fremdgegangen sind, töten. Wenn du mit einer Frau schläfst, die gerade ihre Periode hat, dann sollst du sterben. Sie, by the way, auch. Grundsätzlich Leute, die andere Religionen ausüben und Opfer bringen. Das sind eine Menge. Störrische Kinder, die sollen auch deinen, aber nicht irgendwie, die sollen von allen Männern der Stadt gesteinigt werden. Ich weiß nicht mal, wie das organisatorisch möglich ist. Lebt, dann liebt er Jesus nicht. Jesus sagt in Johannes 14... Mach ein neues Testament, damit er nicht meckern kann. Da steht auch viel Scheiße drin. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, Johannes 3,3, der kann das Königreich Gottes nicht sehen. Und Vers 5 steht geschrieben, der kann das Königreich Gottes nicht betreten. Das heißt, ja, du musst von Neuem geboren werden. Was heißt das? Du musst umkehren von deiner Schuld. Wie ist eigentlich mein Leben verlaufen, dass ich mich mit dem Christ jetzt streite? Ich bin in dein Leben getreten. Okay. Und auf Jesus vertrauen als Herrn und Retter. Ihm nachfolgen. Glaube beinhaltet Nachfolge. Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, Glaube beinhaltet einen Lebenswandel. Ich bin 27 und erster... Was ich mich immer frage, das ist nur eine Frage, ich stelle sie in den Raum. Was ist, wenn unser Leben schon das Paradies? Nur mal in den Raum geworfen. Unter 6, 9 bis 10, so wie Levitikus, das Alte Testament, einigen sich alle darauf, dass der homosexuelle Lifestyle nicht in den Himmel führt, wie der natürlich ist. Alter, das ist nicht okay. Alter, das ist so, ich dachte am Anfang so, okay, bisschen Spaß, hihi, haha, über das Video ein bisschen quatschen. Und einfach zu sagen, okay, deine Meinung ist irgendwie nicht meine und deswegen kann man es ein bisschen lustig finden, aber... Ich mache ein Mittelding, immer so ein bisschen. Nee. Bruder, das ist nicht okay. Und? Okay, sagt wer. Wer sagt, dass es nicht okay ist? Wer sagt denn, Digga, der ist wie so eine nervige kleine Schwester. Wer sagt das? Ich fass dich nicht an, wer sagt das? Lügen darf man nicht, so leicht. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf also man no nicht hate, sagen. Also no hate, jetzt for real, ernst gemeinte Frage. Wer? Ich sag, Jesus hätte Schwule richtig gefeiert. Wer sagt, Jesus hat okay Schwule safe richtig gefeiert, Alter. Ja, doch. Aber dann sag ich einfach, nee, ich find's nicht normal. Wer von uns beiden hat dann recht? Ich. Siehst du? Wenn Moralität subjektiv ist, dann... Weißt du, derjenige, also Jesus, der einer Ehebrecherin, die ihm vor die Füße geworfen wird, die Füße wäscht... Nee, einer Prostituierten hat er die Füße gewaschen. Dingens hat er, eine Ehebrecherin hat er mit offenen Armen empfangen. Grundsätzlich immer alle mit offenen Armen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber der Typ, der die ganzen Männer, die ihm die vorgeworfen haben und gesagt haben, ja, hier, guck mal, was sie alles gemacht hat und wir sollen die steinigen und blablabla, der gesagt hat, Digga... Wer ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Der Typ soll dann auch gesagt, nee, Homosexualität ganz, ganz schlecht. Digga, Jesus war ein richtiger Schmusi, Alter. Der war ein Schmusi.
wo kommen wir als Gesellschaft hin, aber Moralität ist objektiv, Gott entscheidet. Ich will das nicht laut vorlesen. Digga, Jesus hatte eine Gang von 13 Boys. Jesus hat sich ein Harem aufgebaut. Falsch ist. Genau. Ein Gräuel in Gottes Augen, um es ganz klar zu formulieren. Das sage ich auch nicht, um Hass auf uns rüberzukommen, sondern ich sage das, weil ich diese Menschen im Himmel wiedersehen möchte. Ja. Das ist mein Herz dahinter. Ich selbst habe vor ein paar Wochen für einen jungen Mann gebetet, der frei wurde von Homosexualität. Er hat einen unreinen Geist manifestiert, hat angefangen zu zittern, wow, etc. und wurde frei im Namen von Jesus. Ich weiß, das klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Vor kurzem hat mir... Tori, du laberst so eine Scheiße. Auch jemand auf Instagram geschrieben, der Transgender... Gott segne dich, Mann. Gott segne dich. Das, was ich gesagt habe... Ist es eigentlich übergriffig, dass er mich die ganze Zeit segnet? Okay. Wahrheit, dieser junge Mann hatte mit 100 Frauen geschlafen, auch mit einer Transgender-Person. Und oh nein, scheiße. Wie also, ich auch gleich noch in dem Video erkläre. Oder 101. Ich weiß nicht, ich habe nicht verstanden, warum er das jetzt nochmal extra hervorgehoben hat. Weil es bestimmt schlimm ist, mit einem Transgender zu schlafen. Es ist so, dass wenn du mit jemandem Sex hast, die Bibel sagt, du wirst ein Fleisch. Du wirst seelisch eins mit der Person. Seelisch. Mhm. Und weil Dämonen in der Seele sind, denn der Mensch ist Körper, Geist und Seele. Weißt du, du bist nicht nur Körper, du bist nicht nur Materie. Und weil die Dämonen in der Seelenregion sind, kannst du ja denken, was passiert, wenn du eins wirst mit einer Person. Und dann kannst du ja auch denken, was passiert, wenn du mit 100 Frauen schläfst, die alle unterschiedliche unreine Geister haben. Und ja, dementsprechend hat der Junge viel Befreiung gebraucht, beziehungsweise der junge Mann viel Befreiung gebraucht. Genau. Sehe ich anders. Und der weiß... Ich glaube auch daran, dass das bei Sex Energieaustausch stattfindet. Also, ja, man kann verschiedene Meinungen haben. Safe. Ja, safe, aber wollte ich nur aber sagen. Also ich glaube auch daran, dass du vielleicht nicht eins wirst oder für einen kurzen Moment, weiß ich, aber ich glaube auch daran, dass es was macht. Ey, Freunde, ich dachte wirklich, das könnte funny werden, dieses Video. Bruder, an alle Transgender ganz kurz. Dieser Mann labert Scheiße, ihr seid komplett normal. Digga. Warum? Meine Frage an dich ist, warum? Weil das sind normale Menschen sind, Digga. Weil mir haben einige Transgender-Personen geschrieben, die das nicht wollen und die selbst auch glauben, dass es eine Störung ist. Was, by the way, offiziell auch eine Störung ist, es ist Gender-Dysphoria-Störung. Sie sind trotzdem normal. Aber ich glaube nicht, dass es eine Störung ist. Ich glaube, es ist ein unreiner Geist, denn du hast etwas in dir, das dir sagen will, du bist im falschen Körper. Und du hast auch wirklich diese Gefühle, dass du im falschen Körper bist. Ich streite das gar nicht ab, weil du Befreiung brauchst. Nee. Nee, du brauchst ein Umfeld, was dich mit offenen Armen... Die empfängt. Meisten wollen einfach nur akzeptiert werden. Ja. Und wahrscheinlich kommt auch gleich das Argument mit, ja, Leute haben sich verstümmelt, dies, das. Die allerwenigsten Leute, die einfach nur als Mann oder als Frau akzeptiert werden wollen, wollen sich umoperieren lassen. Machen diese Geschlechtsangleichung. Naja. Von einem unreinen Geist, das glaube ich. Und dazu stehe ich auch. Und demnächst telefoniere ich auch mit einer Transgender-Person. Genau, und ich glaube, es wird ein gutes Gespräch. Was? Alter! Das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Dass er im falschen Körper ist. Wenn eine Stimme da ist, ist eine Person da. Wenn etwas in dir sagt, dass du im falschen... Ah, ganz kurz für Transparenz. Viele schreiben gerade, die Gender... Boah, ich kann das Wort nicht aussprechen. Kannst du das Wort aussprechen? Gender-Dysphorie-Störung. Die Gender-Dysphorie, ja, das, was du gesagt hast, ist keine Störung mehr, zumindest nach dem neuen DSM-Katalog. Wollte ich kurz mal vorlesen. Für Video. Körper bist, dann guess what? Du brauchst Befreiung. Und das sage ich nicht aus... Nein, dann ist es vollkommen okay zu sagen, wenn du mit einem Pimmel geboren wirst, ist es vollkommen okay zu sagen, hey, ich fühle mich als Frau, ich möchte als Frau wahrgenommen werden. Ein das, sozialer Gender ist eine Frau. Alter, ist... Nein. Doch. Skip den Part. Ich will nicht, dass er redet. Okay. XY. Oh ja. Das ist, was ich glaube. Das heißt nicht, dass ich diese Leute hasse. Wenn ihr damit struggelt, schreibt mir ultra gerne. Nee, und bitte schreibt ihm nicht! Herzlich. Boah. Ja. Der Part war scheiße. Hass erfüllten Herz. Sondern ich sag dir, Jesus. Freue mich, bleib ja voll in Liebe. Ist das okay? Ja. Danke. Im Video, ne? Habt ihr mal die Kommentare unter dem Video gesehen? Das ist crazy. Das ist crazy. Und ich singe die LGBT-Community, aber die LGBT-Community meint anscheinend, dass sie für Toleranz und Akzeptanz und Liebe steht. Ganz kurz. Tolerant. Es gibt ein Toleranzparadoxon. Und zwar ist man nicht den Leuten tolerant gegenüber, die intolerant sind. Man. Ja. Weil das würde nicht funktionieren. Du kannst nicht jemand tolerant gegenüber sein, wo er sagt, ey, es gibt
weil er sagt, Schwule müssen befreit werden. Und dann sagst du, ja, okay, ich toleriere deine Meinung. Das funktioniert nicht, weil er dich ja nicht toleriert. Deswegen, ich bin so froh, man kann nicht tolerant. Das mit mir macht. Das ist so wichtig, dass man kann nicht tolerant gegenüber intoleranten sein, Freunde. Guckt euch die Kommentare unter dem Video an. Es ist crazy. Ich habe noch nie so viel Hass erfahren aus irgendeiner Community. Und ich war viel auf der Straße unterwegs. Man fragt sich, warum. Auch zusammengeschlagen etc. Für das Evangelium, weil ich das gepreacht habe. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Toleriert man Intoleranz und stirbt die Toleranz. Also ehrlich nicht. Ja. Nicht mal in den Livestreams. Da haben mir auch viele Leute geschrieben, Junge, wo wohnst du? Ich will dich zusammenschlagen. Vor allem aus der muslimischen Community. Aber Warum? Der Nebensatz unnötig. Und Gott segne die Leute im Islam, hey. Ich bete, dass sie zur Erkenntnis von Jesus Christus kommen. Aber Gewalt ist da einfach keine Option. Nee, Gewalt ist wirklich keine Option. Gewalt ist nie eine Option. Aber ihr dürft den Glauben haben, den ihr haben wollt. Ja. Dich und er will dir ein neues Herz mit euch. Jesus liebt euch auch, wenn ihr Transgender seid, übrigens. Ja, ja, preach, preach. Amen und Halleluja. Amen und Halleluja. Ja, ey, wir sind uns einig. Ich glaube, Jesus liebt dich ultra heftig. Wenn du Transgender bist, glaube ich auch. Wenn du homosexuell bist, Jesus liebt dich. Er ist für deine Sünden ans Kreuz gegangen. Egal, wer du bist, sogar wenn du jemanden ermordet hast, liebt Jesus dich. Bin ich auch noch bei. Und er will dir ein neues Herz mit neuen Verlangen geben. Das Wichtige ist, dass du Buße tust, dass du umkehrst, auf Jesus als Herrn und Retter vertraust. Ein Friede wird kommen, eine Freude wird kommen. Und die Bibel sagt, du wirst ein neuer Mensch. Das ist auch, was Taufe heißt. Und wenn du unter das Wasser gehst, stirbt dein alter Mensch. Alles, was vor Jesus war. Und wenn du aus dem Wasser rauskommst, bist du ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Okay, das gesagt, möchte ich noch hinzufügen, dass, guck mal, Homosexualität. Hätte er auf der Hälfte einfach die Guschen gehalten. Ja, ja. Hier ganz oben ist und die anderen Sünden sind hier. Nein, es ist so, dass Lüge, egal ob es Lügen ist, egal ob es Stehlen ist, egal ob es Homosexualität ist, Pädophilie ist, Sophilia ist, Sex außerhalb der Ehe. Ich finde diese Reihenfolge so. Ja. So Pädophilie, Homosexualität, so, Bro. Also erstmal sowieso Homosexualität in eine Aufzählung von Sünden zu stellen, Bullshit. Ja, voll. Aber auch die Sünde Lügen mit Pädophilie gleichzusetzen. Hast du das Katzenklo gemacht? Nein, boah, nee, ich bring den Joke nicht zu Ende. Ich lass es. Sünde ist Sünde. Eine Sünde. Damit brichst du das Gesetz gegenüber Gott. Und warte mal, Sex halt außerhalb der Ehe ist nicht okay. Mhm. Ganz kurz, wenn er das so sieht, ist es für mich okay. Ja. Aber für alle anderen, tobt euch aus. Ihr könnt leben, wie ihr wollt, aber die Bibel sagt, dass jede Sünde ist außerhalb des Körpers, außer die Unzucht, die geht gegen den eigenen Körper. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst mit 100 Leuten schlafen, aber dementsprechend wirst du auch die Konsequenzen tragen. Und unter anderem ist eine Konsequenz, und das ist auch studisch belegt, dass du beziehungsunfähig wirst. Du wirst beziehungsunfähig, wenn du als Mann mit so vielen Frauen schläfst, weil Gott hat dich nicht dafür geschaffen. Gott hat das so gemacht und es ist wunderbar so. Ich glaube, wenn du kurz mal ein bisschen chillst wieder, runterfährst, alles wieder funktioniert. Gott hat gesagt. Ganz kurz, wenn du halt von jetzt auf gleich von einer zur anderen hoppst und dann denkst, okay, in der nächsten finde ich die große Liebe. Ich glaube, das wird wirklich kompliziert. Aber ich glaube trotzdem, wenn du kurz mal ein bisschen runterfährst, ein bisschen chillst, die Stars dich ein bisschen kurz mal wieder sammelst, dass du dann safe lebenslang Freundin findest und eine wunderbare Beziehung führst. Sagt eine Frau, ein Mann auf Ewigkeit. Beziehungsweise, was ist auf Ewigkeit? Solange wie sie leben, weißt du? Dass du ein Commitment machst. Und das Commitment lautet, wir gehen durch... Ich glaube sogar ganz kurz, länger als man lebt. Da bin ich. Da glaube ich sehr. Dünn und dick zusammen. Ich glaube, Liebe endet nicht nach dem Tod. Egal, was passiert, wir bleiben zusammen. Dafür sind wir gemacht. Und ganz kurz, es ist auch nachgewiesen, du hast besseren Sex, wenn du bis zur Ehe wartest, ne? Kann ich auch nochmal einblenden. Genau. Komm, der sich freut. Ganz kurz wegen dem besseren Sex. Ich glaube, in gewisser Weise hat er irgendwo recht, aber nicht wegen Ehe, sondern wir kennen es alle, wenn du eine Person liebst und mit ihr schläfst. Alter, ist eine andere Dimension, als wenn es random ist. Das kann man nicht vergleichen. Das kann man nicht. Das ist was anderes. So, ohne Liebe ist es so ein, labriges Graubrot ohne Butter, was du so ohne Aufschnitt einfach isst. Und mit ist so ein perfekt saftiges Brot mit so dem perfekten Aufschnitt, beißt rein, ist so saftig. Das ist der Unterschied. Labriges Graubrot ohne Butter. Ja, das ist sowas wert. Das ist so kreativ. Okay. Ich habe nicht gewartet. Ich habe mit 14 meine Jungfräulichkeit verloren. Genau, Gott hat mich wiederhergestellt, weißt du, aber ich warte bis zur Ehe.
Genau. Das kann er machen. Seid nur ehrlich, dann dürft ihr euch austoben, wie ihr wollt. Ja. Dann ist alles okay. Ja, safe. Sex ist gut. Ja, Amen und Halleluja. Be fruitful and multiply. Vermehrt euch in Jesus' mächtigem Namen. Aber Sex sollte in der Ehe stattfinden, in einem sicheren Rahmen. Weißt du, wie viele? Also ich beschränke das nicht auf die Ehe, aber ich bin auch der Meinung, dass Sex in einem sicheren Rahmen stattfinden sollte. Ich glaube, dass dieser sichere Rahmen vielleicht eine ganze Zeit lang nur die Ehe war. Ich glaube, und da teilweise nicht mal, ne? Ganz kurz, es gibt ganz schreckliche Geschichten. Ich glaube aber, das mit dem sicheren Rahmen, da stimme ich ihm vollkommen zu. Das muss aber nicht im Rahmen einer Ehe stattfinden. Nee. 14-jährige oder 15-jährige, 17-jährige, 16-jährige Mädels es gibt, die benutzt werden wegen ihrer, ja, weil man mit ihnen schlafen kann, die ihr Herz Stimmt, weil auch die Geschichte gezeigt hat, dass niemals alte Männer 14-jährige Mädchen geheiratet haben, um mit ihnen Sex ganz haben kurz, zu können. Ganz kurz, hat nie stattgefunden. Ganz kurz, nur eine Frage, auf die antworten wir nicht, wir gehen direkt weiter ins Video. Ist deswegen der Vatikan der Staat, wo man am jüngsten mit einer Frau schlafen darf? Gut, wir gehen weiter. Unterbrochen sind, weil irgend so ein... So ich meine nur! Nee, wir machen einfach... 12! ...und ausnutzt. Weißt du, was ich meine? Das würde nicht passieren, wenn man warten würde bis zur Ehe. Aber auch wenn du gerade das Video siehst und du merkst, hey, ich hätte bis zur Ehe warten sollen, ich will dir sagen, Gott liebt dich, er kann alles wiederherstellen, denn er kann dein Herz wieder heilen, er kann da Freiheit reinbringen. Genau, wie er es bei mir gemacht hat. Schickt dich auf den Weg in die Hölle. Die gute Nacht. Ihr kommt nicht in die Hölle, wenn ihr, bevor ihr eine Frau oder Mann heiratet oder wen auch immer heiratet, bumst. Nein, ihr kommt nicht in die Hölle. Die Bibel sagt, ich dachte gerade, du sagst, du Goofy. Woher weißt du Goofy, woher das weißt denn? Du Goofy, du Benjamin Blümchen, dass du. Kein Unzüchtiger, kein Dieb, kein Homosexueller, kein Pädophiler, keiner, der mit Tieren schläft, also Sophilia betreibt, kommt ins Königreich Gottes. Wenn du Sex außerhalb der Ehe hast, wenn du lügst, wenn du stiehlst, wenn du die Gebote Gottes gebrochen hast, bist du direkt auf den Weg in die Hölle. First-Class-Ticket. Und ich sage das nicht aus Hass, sondern hier ist die Sache. Du wirst eines Tages vor einem heiligen Gott stehen und du hast gegen diesen heiligen Gott gesündigt. Ich glaube, Gott wird mit dir so ein ernstes Gespräch führen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass du im Grunde deines Herzens rein Herzens bist. Glaube ich safe. Ich glaube, dass das Grundgedanke war okay. Dann irgendwann wird falsch abgebogen. Aber ich glaube, dass Gott dich ganz enttäuscht war. Mein Sohn, warum hast du nicht hinterfragt? Yeah. Du bist kriminell in seinen Augen und er definiert richtig und falsch, nicht du. Und du auch nicht. Und du wirst schuldig sein wie jeder andere. Willst du kurz weitergucken und kommentieren? Du hast freien Lauf, ich muss kurz pipi. Aber Gott liebt dich und deswegen, weil er Beziehung mit dir möchte, wurde er vor 2000 Jahren ein Mensch in Form von Jesus Christus. Er hat ein perfektes Leben gelebt, ohne zu sündigen, um für deine Sünde ans Kreuz zu gehen, sodass, wenn du umkehrst und an ihn glaubst, ewiges Leben und Beziehung haben kannst mit Gott. Du wirst reingewaschen von deiner Schuld. Also, ganz kurz. Ich stimme bei vielem, was er sagt, stimme ich ihm zu. Du musst kein sündenfreies Leben führen, um in den Himmel zu kommen. Du bist nicht automatisch ein schlechter Mensch, nur weil du gesündigt hast oder weil du mal was Schlimmes gemacht hast. Und es gibt immer die Möglichkeit, Dinge wieder gut zu machen. Aber erstmal ist das nicht bei allem der Fall. Du kannst nicht dein Leben lang schlechter Mensch sein und dann sagen, ja, okay, jetzt tut's mir voll leid und dann ist alles wieder gut. Aber, und ich kann das nicht oft genug sagen, weil mir das so wichtig ist, weil er so oft diese Scheiße predigt, ich kann es ja nicht anders sagen. Homosexualität ist keine Sünde. Sex außerhalb der Ehe zu haben, ist keine Sünde. Einfach zu lieben ist keine Sünde. Was Sünde ist, ist anderen Menschen Leid zuzufügen. Und das kannst du auch nicht dein Leben lang tun und dann erwarten, dass du dann nur mit ein bisschen, ja, es tut mir leid, und Amen und beten, dass das wieder gut ist. Und dass er das so darstellt, finde ich ganz schrecklich. Dass er das so darstellt, als könnte zum Beispiel ein Mann, der jahrelang irgendwie mehrere Kinder missbraucht, einfach mit ein bisschen beten und Amen und bitten, dass da alles wieder gut ist
Und dass Gott ihn trotzdem mit offenen Armen empfängt, das glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ein Friede kommt und eine Liebe kommt, die du davon noch nie gefühlt hast. Genau, das ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist gut, aber sie verlangt Buße. Und du musst umkehren. Und das ist, was diese Gesellschaft, das ist, was zum Teil die Jugend nicht mag, umzukehren. Sie wollen ihren Weg gehen. Und ihr könnt euren Weg gehen. Gott hat euch einen freien Willen gegeben. Aber wenn ihr mit eurem freien Willen euch gegen Gott entscheidet und seine Gebote bricht. Ja, er meint echte Buße und Umkehr. Aber dass ich jetzt gerade ein bisschen hochgespitzt gesprochen habe, ich glaube, das ist jedem Menschen, der mehr als 2,5 Gehirnzellen besitzt, durchaus bewusst, oder? Sünde lebt, dann werdet ihr euch an die... Bist du sauer? Ja, sehr! ...Platz wiederfinden, wo Gott nicht ist. Und das ist die Hölle. Die Hölle ist die Abwesenheit von Gott. Und weil Gott gut ist, ist nichts Gutes in der Hölle. Die Hölle ist Qualen, es gibt kein Wasser dort, es gibt kein Licht dort. Denn die Bibel sagt auch, dass Jesus ist Licht, beziehungsweise Gott ist Licht. Es ist kein guter Ort. Es ist kein nicer Ort. Diese, dass Gott liebt dich so sehr, dass er vor 2000 Jahren ein Mensch wurde, in Form von Jesus Christus. Er hat ein perfektes Leben geführt, ohne zu lügen, ohne zu stehlen, ohne zu sündigen und ist dann für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Er wurde begraben und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. So dass, wenn du umkehrst und an ihn glaubst, ein neues Herz mit neuen Verlangen kriegen kannst, Beziehung haben kannst mit Gott und nicht auf dem Weg in die Hölle bist. Denn wir alle werden eines Tages vor Gott stehen und Gott wird uns richten anhand unserer Taten. Niemand von uns kann bestehen. Ich kann dir objektiv sagen, das kann ich übrigens, das ist übrigens vollkommen okay, dass das so sieht. Und es ist auch vollkommen okay. Unterbrechen muss. Und du musst vor Gott stehen und ihm erklären, dass aufgrund von dem, was irgendwelche Menschen mal auf ein Blatt Papier geschrieben haben, du Millionen von Menschen verurteilt hast und ihnen erzählt hast, dass sie schlecht so sind, wie sie sind und dafür gesorgt hast, dass sie leiden, dass sie unglücklich sind mit dem, wie sie sind. Und das wolltest du über Millionen Publikum. Und ja, wir vergrößern das Publikum gerade, aber ich glaube, das ist sehr in deinem Sinne, zu erzählen, dass sie nicht gut sind, so wie sie sind. Und das wirst du Gott irgendwann erklären müssen. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich habe einen Platz in der ersten Reihe. Wenn jeder andere das nicht so sieht, was er gerade gesagt hat. Das ist okay. Das ist so, ja. Yeah. Wenn du das so siehst, dann leb gerne danach. Aber Torik, bitte diskriminiere auf deinem Weg auch keine Menschen. Bitte diskriminiere keine Homosexuellen, Transgender oder wen auch immer. Das sind normale Menschen, die normal behandelt werden wollen. Ich diskriminiere niemanden. Wir können ja mal kurz hier aufschlagen, was Diskrimination, das ist nicht das Wort, Diskriminieren überhaupt. Aber offensichtlich, also er weiß nicht, wie man es ausspricht und er weiß noch niemanden. Nicht, was es Wir können ja mal kurz gucken, was Diskriminieren überhaupt heißt. Komm, gib ihm, Bruder. Ich diskriminiere niemanden. Ich sage, die Leute in der LGBT-Community sind geliebt von Gott, sie sind geliebt von mir. Aber ich glaube nicht, dass es normal ist. Und das Recht habe ich auch, weil wir haben Meinungsfreiheit und wir haben religiöse Freiheit. Ja, und ich darf sagen, dass deine Meinung, die keine Meinung ist, scheiße ist. Und das ist, was ich glaube. Und wenn du mir sagen möchtest, warum es normal ist, dann begründe es. Und soll ich es mit Gott begründen, weil Gott es gemacht hat? Und die Wissenschaft kann es auch begründen. Es gibt so, richtig, wir sind bei beiden Seiten. Es gibt richtig viele schwule Hamster. Und du und ist ein Fact. Und so, weil Wissenschaft, weil Gott und du sagst, weil auf Papier geschrieben steht das. Jo. Yeah. Hunde wäre normal definiert. Und dann wirst du dich wieder beim Staat unter der Mehrheit der Gesellschaft wiederfinden und dann werde ich mich wieder auf den Zweiten Weltkrieg beziehen. Alter. Weil Gott normal definiert. Und Gott definiert, dass Sex bzw. das Ehe sollte zwischen Mann und Frau sein. Nicht zwischen Mann und Mann. Not Adam and Steve, sondern Adam and Eve. If you're born gay, you must be born again. Da musst du neu geboren werden. Ich diskriminiere nicht, ne? Ich diskriminiere niemanden, aber wenn du schwul geboren bist, dann musst du halt nochmal geboren werden. Torik, pass auf, die Frau ist wütend. Du willst sie nicht wütend erleben. Ja, ja, okay. Okay. Die Tür wird ordentlich geknallt. So wie jeder andere auch. Egal ob heterosexuell oder homosexuell. Das ist egal. Gott will allen ein neues Herz mit neuen Verlangen geben. Lügen ist nicht richtig. Stehlen ist nicht richtig. Homosexualität ist nicht richtig. Diese Scheiße labern ist auch nicht richtig. Ja. Lesen nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Digga, wie ist das eskaliert? Es ist. Also, was?
Wie, Digga? Wie das Ganze eskaliert ist, ist relativ simpel. Du hast meinen Clip aus dem Kontext genommen. Mein Clip war nämlich dieser. Der Punkt, den ich versucht habe zu machen, war dieser. Das Gefühle sind... Darf ich Dürüm essen? Das ist auch nicht okay. ...nicht vertrauenswürdig als Standard für Wahrheit. Wir alle hatten schon mal einen Crush in unserem Leben und spätestens, wenn du einen Crush hattest, weißt du, dass Gefühle nicht vertrauenswürdig sind als Platz für Wahrheit. Deine Gefühle können... Ich bin mit meinem Crush jetzt zusammen. Naja, okay. ...sich täuschen. Manchmal fühlen sich Menschen danach, Menschen zu ermorden. Manchmal fühlen sich Menschen... Mein Crush liebt mich jetzt. Und ich lieb... ...danach mit Kindern zu schlafen. Ja, das ist messed up. Da stimme ich zu. Aber Menschen haben Gefühle und nicht alle Gefühle sind vertrauenswürdig. Das heißt, was kann ich vertrauen? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Kann ich dem Staat vertrauen? Nichts Großes. Kommt wieder der Staat. Ich meine, der Staat hat im Zweiten Weltkrieg legalisiert, Juden zu töten. War das richtig? Nein. Warum war das nicht? Ich bin gespannt, wie er jetzt auf Homosexualität auch kommt. Richtig. Ich meine, es war ja legal damals. Und das sind alles richtig wichtige Fragen, die man sich stellen sollte. Und meine Antwort auf das Ganze ist, dein Standard für Wahrheit sollte nicht deine Gefühle... Fun Fact, 6 aus 20 Pinguinen im Bremerhaven Zoo in Berlin... Okay, warum? Sind schwul. Tiere beweisen uns, dass schwul normal ist. Und ich bin mir sicher, die Pinguine schließen sich gegenseitig auch nicht aus. Nee, ich glaube, die akzeptieren sich. Sein. Dein Standard für Wahrheit sollte nicht der Staat sein, weil dieser kann sich auch täuschen. Dein Standard für Wahrheit sollte das Wort Gottes sein, was unfehlbar ist, was immer gleich bleibt. Er ist auch ein gerechter Gott. Genau, also, wie komme ich auf Homosexualität? Was ist mein Punkt des Ganzen? Um es nochmal klar auszudrücken, mein Punkt ist dieser: Gefühle sind nicht vertrauenswürdig. Nur weil du etwas fühlst, heißt es nicht, dass es richtig ist. Warum nicht? Es gibt Menschen, die fühlen sich danach, mit kleinen Kindern zu schlafen. Es gibt Menschen, die fühlen sich danach, mit Tieren Sex zu haben. Es gibt Menschen, die fühlen sich danach, zu morden. Es gibt Menschen, die fühlen sich danach, zu stehlen. Nur weil du etwas fühlst, heißt das nicht, dass es... Das ist das erste Mal, dass das so eine... Oh, das war das erste Mal eine Aufzählung, bei der ich nicht komplett zusammenratzen möchte. Gleich richtig ist und deine Gefühle sind auch nicht automatisch deine Identität. Das ist der Punkt, den ich mache. Da bin ich bei. Ja. Da bin ich teilweise bei. Und da zitiere ich einen wundervollen Mann, den Mr. Sirius Black aus dem 5. Teil von Harry Potter. Ich hab's vergessen. Vielleicht, weil du eingeschlafen bist. Wie war denn die Stelle nochmal? Nee. Nee, da bin ich noch nicht eingepennt, da war ich noch da. Jeder von uns hat sowohl eine gute als auch eine dunkle Seite. Mhm. Es kommt drauf an, nach welchen du handelst, für welche du dich entscheidest. Mhm. Jeder von uns hat was Böses in sich. Und natürlich kommt es so, und natürlich ist nicht immer... Junge, wenn ich mich jetzt irgendwie danach fühle, Leuten in die Fresse zu hauen, dann ist dieses Gefühl da, ich weiß trotzdem, okay, es ist nicht richtig. Vielleicht wäre es angebracht, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich mach's nicht. Ich finde aber sowas wie, ich fühle mich, dass ich im falschen Körper geboren bin. Es ist nicht mehr nur so ein Gefühl. Nee, das ist was anderes. Das ist ein Wissen. Ich weiß ja auch, hey, ich stehe auf Frauen. So weiß halt ein Homosexueller, hey, ja, ich stehe auf Männer. Das ist kein Gefühl, das ist ein Wissen. Ja, genau. Also da bin ich voll bei dir. Das ist ein Fakt. Genau, das ist Wissen und das ist nicht nur Fühlen. Ja. Es ist weil nicht nur dann fühlen. Dürftest du dir ja auch nicht vertrauen, dass du auf Frauen stehst, Tori, weil das ist ja auch nur ein Gefühl, oder? Vielleicht vermittelt dir in den Anfängen Gefühle ein Wissen, von dem du noch nicht wusstest, dass du es hast. Aber jetzt das Gefühl, so, das meinte ich halt mit dem Beispiel, ich fühle mich danach jemandem in die Fresse zu hauen, aber ich mach's nicht, weil ich weiß, dass es falsch ist. Ja. Mein Punkt ist nicht, hey, ich vergleiche Homosexualität mit Pädophilie. Weißt du, bei dem einen wird ja jemand ultra heftig geschadet, zum Beispiel bei Pädophilie. Und bei Homosexualität, von mir aus, tun ja beide da hier übereinstimmen. Mein Punkt ist, beide haben Gefühle und nur weil du etwas fühlst, heißt es nicht, dass es richtig ist. Diese Gesellschaft vertauscht nämlich Liebe auch mit Lust. Liebe und Lust ist nicht das Gleiche. Voll. Ja. Liebe und Lust ist nicht das Gleiche und ich glaube, dass das oft der Fall bei Homosexuellen ist. Beziehungsweise ich glaube, dass das der Fall bei Homosexuellen ist. Nee. Dass sie Liebe mit Lust vertauschen. Nur weil du dich sexuell zu jemandem hingezogen fühlst, heißt das nicht, dass du die... Er sollte mal ein bisschen Modern Family gucken. Person liebst. Hä?
Ja, über. Sehr. Es ist auch. Mit der Homosexualität? Ist die jetzt okay oder nicht? Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Er muss Menschen bestrafen wie Hitler. Er muss Menschen bestrafen wie Stalin. Er muss Menschen bestrafen wie dich. Jo, Digga, ich hab gar nichts. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? In dieser Aufzählung sein? Ist es wirklich angemessen, dass ich dahin gehöre? Abgesehen. Absolut, absolut. Dass Rezo dahin gehört und dass jeder andere dahin gehört, absolut. Denn wir alle haben gegen einen heiligen Gott gesündigt. Jeder von uns hat gesündigt. Wir alle haben Gottes Gebote gebrochen und deswegen sind wir in Gottes Augen kriminell, getrennt von Gott. Die Bibel sagt in Epheser 2, 3, dass wir alle Söhne des Zorns waren. Der Zorn Gottes liegt auf uns, wenn wir in unserer Sünde stehen. Ich brauche gerade auch ein Stresseis. Boah, Gott, ich habe noch Magnum im Kühlschrank. Bist du vegan? Ist vegan. Kein, wurde nicht getötet. Hast du Glutenintoleranz? Wurde nicht getötet für. Ja. Derben, du bist direkt auf dem Weg in die Hölle. First class Ticket. Was ist eigentlich, wenn du halt Tier killst? Ist doch auch töten. Ja. Die 10 Gebote. Darfst ja nicht. Ja. Das ist ja viel Problem dann. Gut. Aber gut, dass wir darüber gequatscht haben. Ticket. Wenn deine Seele heute den Körper verlässt. Weil Gott wird dich richten und er weiß alles, was du getan hast in deinem Leben. Jedes einzelne Motiv. Er müsste mal den Song Wir von KZ hören. Ich glaube, der wird durchdrehen. Oder Mein Gott hat den längsten von Alligator. Oh. Jedes Herz. Brauche ich gleich als Ausgleich. Das Motiv, jede Sünde. Das ist die schlechte Nachricht für uns. Aber die gute Nachricht ist auch an Rezo und an Tim Jaken, dass Gott liebt dich ultra heftig, Mann. Gott liebt dich richtig krass, deswegen wird Gott vor 2000 Jahren ein Mensch in Form von Jesus Christus, um ein perfektes Leben zu führen, ohne zu sündigen, um für unsere Sünde ans Kreuz zu gehen, sodass, wenn wir umkehren und an ihn glauben, ewiges Leben und Beziehung haben können mit Gott. Weil das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens Gott ist Beziehung. Meine liebste Toblerone. Das macht Beziehung mit Gott zu haben. Ich meine, was machen wir? Wir kacken, wir machen Pipi, wir gehen 9-to-5 arbeiten. Warum sind wir hier? Der Sinn des Lebens ist, Beziehung zu haben mit Gott. Ich finde, das darf jeder für sich selber definieren. Ja. So wie es im Garten Eden war. Im Garten Eden hatten Adam und Eva perfekte Beziehung mit Gott, aber Sünde kam in die Welt, Tod kam in die Welt, Krankheit kam in die Welt, weswegen Jesus für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist und das wieder auferstanden von den Toten, damit hat auch den Tod besiegt, sodass wir nicht in den zweiten Tod müssen, die Hölle. Und dass diese Aussage aus... Wollen wir noch so bis 50 machen? Ja, weil du musst ja auch irgendwann los. Im Kontext ist es so, du und ich, wir beide werden eines Tages vor Gott stehen. Und Gott wird gucken, ob du eine Kannst gute... du noch? Oder wir können auch jetzt ausmachen. Das Ding ist, ich glaube... Du bist K.O., ne? Nee, ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt, was ich irgendwie sagen will. Ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht. Und an der Stelle weiß ich nicht, was... Okay. Warum ich ihm noch zuhören sollte, weil ich nicht glaube, dass er noch irgendwas sagt. Nee, ich glaube, es ist nur noch viel wiederholend. Ja, und ich glaube, dass er auch nichts mehr sagt, was ich irgendwie entkräftigen muss, weil er wiederholt sich die ganze Zeit und meine Punkte sind vielseitig anwendbar. Ich hoffe, dass ich zumindest so ein paar Leuten ein besseres Gefühl geben konnte. Dann will ich nochmal für alle nochmal sagen, Gott verurteilt dich nicht für das, was du bist. Nee. Oder also für das, was du liebst. Menschen tun das und das ist nicht in Ordnung. Und deshalb hoffe ich, wenn du das siehst und du dich gerade irgendwie angesprochen fühlst, dass du in ein tolles Umfeld kommst. Aber Homosexualität, Geschlecht, was auch immer, egal, was solche Dinge schließen, Glauben nicht aus. Und ich hoffe, dass du in eine Gemeinschaft kommst, wo du aufgenommen wirst. Ich hatte da meine Schwierigkeiten, ich bin da und das ist nicht das, was Gott will, laut mir zumindest. Yeah. Wenn ihr jemanden liebt und die Liebe wird erwidert und es wird niemandem geschadet, alles ehrlich und aufrichtig, dann ist es immer okay. Ja, ganz viel Liebe an euch. Ach, Amen und Halleluja. Amen und Halleluja. Ich werde noch auf das Video zu Ende reagieren. Falls ihr das sehen wollt, ich werde das in dem nächsten Stream oder sowas machen, abonniert gerne rein. Danke für den Support, danke, dass ihr 2000 Leute gerade zugucken, das ist insane. Danke für die ganzen Subs und Abonnenten und so. Danke, dass ich da sein durfte. Ich bin so kaputt. Du bist so kaputt, ich merke es. Ey, Marin, danke für die 350. Danke für den Support. Gerne und bald im nächsten Stream gucken wir das Ende und es gibt dann auch noch einen Teil 2 von der Reaction.
Je nachdem, wie lange es dauert, auch der 3. Mal gucken. Und jetzt bin ich gleich zum Bahnhof. Ja. Du bist kaputt. Ja, ich brauche nicht. Du bist kaputt. Ich bleib hier noch kurz drin. Das ist sehr bequem gerade. Okay, haut rein, Freunde. Bis dann. Tschüss, bye. Tschüss.